Willkommen zu Simulacra. Wir spielen das heute. Ich bin gespannt. Das hat mir die Community lange empfohlen. Ich habe mich lang gedrückt, weil ich glaube, es ähnelt vielleicht Welcome to the Game. Auf jeden Fall bekomme ich das Gefühl, wenn ich die Musik höre. Lasst uns einen Daumen nach oben da und empfehlt mir weitere coole Games, die wir hier spielen sollen. Und wir fangen an. Wenn du übrigens mal dabei, live dabei sein möchtest, schau gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Okay, wir fangen an. Beginn. 3.15 Uhr. Greg. 7 vermisste Calls. Von Ashley auch ein Call. Von Greg 13 Messages. Es ist der 3.15 Uhr, 15. August 2017. Welcome Anna. Wir sind also die Anna. Wie entsperre ich denn das jetzt überhaupt? Wo soll ich das wissen? Tobis Birthday. Willst du mich rollen? Hallo? 1-8? Ach, ich habe mich jetzt reingehackt, oder wie? Hallo, Group, grüße dich. Du musst herausfinden, wo dieses Mädchen ist. Okay. Okay, was gibt's denn hier? Was hat die denn? Wieso ist das so komisch verpixelt? Habe ich da irgendwas gemacht? Okay, Find Anna. Okay, oh Gott, Leute, das ist... Nein, lass mich doch erstmal spielen. Was war denn das gerade? If you look into my eyes, you can see it looking back. Can you see it? I just wanted to be happy. My name is Anna, my name is... I don't want to take anyone else! My name is Anna. It's too late for me. My name is Anna. Seeing this, don't come find me. Don't. Das ist ja wie Welcome to the Game! Es ist ja nicht so gewesen, als hätte ich gesagt, dass ich Welcome to the Game 1 und 2 nicht mehr spiele. Dann suchen sich die Gnudis irgendeine scheiß Lücke und empfehlen mir so ein Spiel, das so ähnlich ist. Ich hasse euch. Okay, super. Es geht mir gut. Darf ich bitte zurück? Oh, es ist gruselig. Wie komme ich... System Restore, please wait while we restore your device. Do not switch off while restoring is in progress. Ich mache dann immer das Handy aus. Oh, ich hasse sowas. Habe ich jetzt alles gelöscht? Hat es irgendwelche Auswirkungen, was ich jetzt drücke und wie ich es drücke? Heißt es jetzt, wenn ich zuerst ein Video gucke, jetzt sind ja alle anderen Nachrichten weg. War das jetzt falsch? Könnte es sein, dass das gerade eben falsch war, was ich getan habe, da ich andere wichtige Hinweise nicht sehe, da sich der ganze Scheiß jetzt eben resettet hat? Könnte das sein? Sagen Sie mir ja. Warum spielst du die anderen nicht mehr? Weil die scheiße sind, die spiele ich irgendwann schon nochmal. Aber Welcome to the Game, das hat meine Psyche fertig gemacht. Nein, ist alles gut. Okay, gut. So. Hier, Vlogger. Okay, sie hat gevloggt. Geile Haare. Hi. Hello to myself. This is video log number one. I'm supposed to just speak my mind. Whatever comes, no wrong answers. Nobody's gonna see this, so... work has been pretty crazy lately, and I just needed an outlet of sorts. This is supposed to be therapeutic. What am I doing? Die macht einfach ein Videolog halt für sich und hat gesagt, es wird sowieso niemals jemand sehen, aber sie macht es einfach mal. Ich glaube, das ist jetzt wichtig, um Informationen zu bekommen. Das synchronisiert alles noch. Hallo, willkommen zur deutschen Übertragung. Hört auf, Netflix zu schauen! Das ist Simulacra. Ein cooles Horror-Game, was mir die Community empfohlen hat. Und das werden wir jetzt zusammen anschauen. Und ich bin schon sehr gespannt. So. Schlucki auf. Okay, das kann ich alles noch nicht schauen. Das synchronisiert noch. Alles klar. Erst vor kurzem hinzugefügt. Spark, was ist das? Oh, sowas wie Tinder. Okay, gucken wir mal. Ich will jetzt rein in ihre App. Albert, 22. Sieht aber viel älter aus. Check out my new reviews. Nein, danke. Hope your standards are lower than mine. Ich hoffe, deine Standards sind niedriger als meine. Good things comes in small packages. Ich will eigentlich gar niemanden. Ich nehme eine Frau. Erstmal.
Yeah, chatten! Hey! Ach so, schade, die geben mir vor, was ich schreiben muss. Another girl? Did I get my settings wrong? Sorry, ich will einfach nur schreiben. You swiped right, didn't you? Die will mich nicht. Yeah, but I wasn't really looking who I was swiping, lol. Since where? Well, tell something. What is it like to spark? es ist ziemlich... Es macht ziemlich viel Spaß. Ich komme langsam rein. Der hat mir echt einen Korb gegeben. Ist es nicht so, als werden wir einfach Fremde online treffen? Hast du davor nicht Angst? Ich informiere mich zuerst, mit wem ich das schreibe. Ist halt durch Google echt möglich, gell? Ja. Gosh, what am I doing roaring so much? Warum habe ich so Angst? Sie äußert quasi ihre Bedenken, dass man halt gerade über diese ganzen Online-Dating-Sachen halt auch viele Fremde datet und gar nicht weiß, auf wen man sich einlässt. I have this fear that the person I am talking to is not who they... Also sie hat Angst, dass quasi die Person, mit der sie spricht, gar nicht die Person ist, die sie eigentlich ausgibt zu sein. Das hast du aber auch in der Realität, du. Deswegen triffst du sie ja auch. Feels like I'm walking in a trap or something. Fühlt sich an, als würde ich in eine Falle laufen. Warum tun Menschen das? Was ist denn los mit dir? Es ist nur deine Angst. Denkst du? Ich denke, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, nicht? Ja, schlimme Dinge passieren halt eben einfach. Okay, you're scared. Jetzt machst du mir Angst. Ich denke, I think I would just stick to... Sie bleibt eher lieber beim Speed-Daten. Okay, ist sie offline. Sag doch mal tschüss. Okay, das war auf jeden Fall nicht erfolgreich, das Date. Oh, wir haben mit vielen Leuten geschrieben. Hier. Hey, Animal Lover, hä? Hast du einen? Ja, eine Katze. Und dann habe ich... Oh, wir haben ganz schön viel geschrieben hier. What? I play Mario Kart, sehr sympathisch. Der Edwin. Kann ich auf sein Profil gehen? Nee. Okay. You there. I mean, you wanna go out sometime together, you here? Ach, guck mal, der hat mir gar nicht mehr geantwortet. Ach so, ich habe ihm nicht mehr geantwortet. Hier, wer ist denn das? Der Alex. Call me an idealist, but putting an honest foot forward goes a long way. Ich habe deine Aufmerksamkeit, richtig? Es ist alles nur Teil eines Spiels. Aren't your profile just better version? Ist dieses Profil nicht eine bessere Version von uns selbst? Mhm. Was sind denn so Deep Conversations? Wo sind die Typen, die sagen, hey Leute, wir haben einen Fremdflocken hier. How many lobsters dinner would it take to turn your bedroom into... Ah, da haben wir doch so einen. Ich rede gerade schon von einem, der mal richtig zur Sache geht. If you sit on my face, I will eat my way to your heart. Wenn du auf meinem Gesicht sitzt, dann werde ich mich hoch zu deinem Herz fressen. Das ist ja ekelhaft. Bleh. Oh, schaut mal. You like to travel. Du magst es zu reisen. Your name should be dein Name sollte nicht Wondo, also Wunderfrau, sondern Wanderfrau sein. Verstanden? Message corrupted. Select the word in the correct order. Ah, okay. Keine Ahnung. I'll just assume you're busy saving the world. Do not even laugh, glaube ich. Ah, okay. Aber du gibt's hier gar nicht. Wie ist der Satz? Ah, come on. Dankeschön an Fails. Dankeschön. So. I would just assume you're busy saving the birds. So. Okay, das war's schon. Ich habe nur mit so wenigen hier rumgechattet. Hier. Als Jennifer habe ich auf jeden Fall geherzt, aber die Frauen wollen ja nichts von mir wissen. Muss ich da jetzt einen herzen oder wie? Ich will aber nicht. Das ist voll die oberflächliche Scheiße. Ups. Looks like you have run out of matches. Oh, ich habe niemanden, der zu mir passt. Okay, ja gut, dann bin ich hier durch.
Jabba, wieso habe ich eigentlich ihr Handy? Darf ich das mal erfragen? Welcome back, Anna. Your password. Hey Leute, ich sag euch nur, passt auf jeden Fall auf. Wurde jetzt im Netz hat einer versucht, gerade passend zur Corona-Krise, hatte ich das Gefühl, nicht schön zu hacken. Es war irgendjemand aus Argentinien, aber er hat es natürlich nicht geschafft. Macht überall die 2-Stufen-Identifikation rein und passt auf euch auf. So. Woher soll ich denn das wissen? Das Handy lag vor deiner Tür. Ah, okay. Es ist ein Horror-Game. Ja, es ist ein bisschen wie Welcome to the Game. So. So, das Passwort des GNU ist toll. Mann! Oh, ich finde, okay, das weiß ich noch nicht. So, Vlogger hat auch noch nichts geladen. Surfer. Recently Wizard, das hat sie zuletzt angeschaut. Deswegen muss man auch immer Inkognito-Fenster besuchen. Aber das wurde eh alles resettet, deswegen bringt es ja gar nichts, das alles durchzuschauen. Hallo, Quinn! Ist das, genau. So, where on earth are you? Gucken wir mal bei Murph. Hey, you still, bist du immer noch mit deinem Boyfriend? Ja, ach komm schon, Murph. Ich frage ja nur. Leute reden. Have you considered that the things you say might come off as creepy? Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Dinge, die du sagst, wirklich sehr creepy rüberkommen? Creepy? Ich sage nur, was mir in den... Ich habe da gerade ein Geräusch gehört. Ich rede nur an, was ich gerade denke. Nichts ist falsch daran. Is a company policy to get to know your colleagues better as well? Ist es doch nicht gut? Das ist doch gut, wenn man auch seine Kollegen besser weiß als sich selber. Yeah. That you need to tone it down. Aber du musst es ein bisschen runterfahren. Also sie meint im Prinzip, es geht dir nichts an. Dass er quasi wissen möchte, ob ich noch einen Boyfriend habe oder nicht. I'm gonna be your giver for the gift swap. You're gonna love what I have in mind for you. Oh Gott, ich glaube, du hörst von mir, der Murph. Moon. Anna, I have these cookies. I need to pass to you. Ich habe diese Cookies, ich muss zu dir. Mom, ein andermal bitte. Ich habe sie gesagt. There isn't any... Es gibt keinen Platz mehr für Food. Es ist nur eine Box! Dann friss sie selber! Darf eine Mutter nicht mehr ihrer Tochter Essen bringen? Ich brauch's nicht. Voll arm. Why aren't you answering? Warum antwortest du nicht dein Phone? Bist du noch da, Mom? All I ask is, ich habe nach ein bisschen Ruhe gefragt. So you only want to see me when you see, need something. Also willst du mich nur sehen, wenn du was brauchst. Das stimmt nicht, Mom. Warum meidest du mich dann? Das tue ich nicht. Dann lass mich rüberkommen. Ich bin beschäftigt. Du bist immer beschäftigt. Es fühlt sich an, als wären wir jetzt fremd zueinander. I just wanted you to supportive of me. Ich möchte nur, dass du meine Entscheidung unterstützt. Mehr nichts. Unterstützen? You say as if I never do. Du tust so, als hätte ich nie was für dich getan. Wer hat deine Miete gezahlt, als du 3 Monate hinterher warst? You tell me it's going to good. Du erzählst, dass es für dich besser wird. But what do you have to show? Was hast du mir am Ende vorzuweisen? Alles, was ich sag und möchte, ist, dass deine Mutter dich sehen möchte. Ist das so schwer für dich? Schön, Mom. Nächstes Mal versprochen. Okay. Anna, Aunt Penny is coming for over. Aunt Penny kommt rüber, um dich zu besuchen. Ich hoffe, du hältst dein Versprechen. Ja, kann ich machen. Ich werde dich dann anrufen. 9. August. Es ist viel. Oh, eine Sprachnachricht. Dankeschön, Dark. Spielst du eigentlich auch Animal Crossing? Ja, morgen spielen wir Animal Crossing. Du kannst dein E-Mail-Passwort zurücksetzen. Aber dann wollten die ja wieder eins. Sorry, I'm at work. Just want to drown everything out for a bit. It's just every possible shitty thing that could happen happened at the same time and it sucks. I know you're worried, but I'm okay. I'll call you soon, I promise. Love you. Also sagt, sie ist gerade in der Arbeit. Alles, was schlecht läuft, passiert jetzt gerade einmal auf einmal. Das kennt ja jeder von euch. Und sie meldet sich aber. So, hat sie gesagt, have you talked to Aunt Penny yet? Hast du jetzt mit Penny schon geredet? Hi, Mom. Ja, aber ich werde nicht in dieser Firma, in der PR-Firma arbeiten. Du hast gesagt, du möchtest etwas anderes. Ich versuche dir zu helfen und schon wieder lehnst du es ab. Was willst du eigentlich? Wenn du endlich mal auf mich hören würdest, wirklich hören würdest, dann würdest du mich vielleicht verstehen. She consulted a pet store and that is not the same. Ach so, okay, sie arbeitet quasi in einem Tierladen. Das ist nicht, dafür möchte sie quasi nicht PR-Managerin sein. Das verstehe ich aber. Naja. Love you too, Mom. You know I do this because I love you, right? Was hat sie gemacht?
Nothing is ever enough for you, isn't it? Also eigentlich immer das gleiche. Hello, hello. Und hat's nicht mehr. Ab 13. August kam keine Antwort mehr. Ashley. It happened again. Oh, ein langer Tag. Wollen wir uns treffen? Ach, mit der trifft sie sich wahrscheinlich die beste Freundin, nehme ich mal an. Hier hat's wieder eine. Ach, hier hat's wieder was. Sorry, sorry. Okay, tell. I confronted him about it and he said he denied it. No way. You looked through this phone. Oh, okay. Ich habe das Handy meines Boyfriends durchsucht. Okay, dann gucken wir mal. Showed and him it phone so. Okay. Took his phone. And. Nee, nochmal zurück. So. Hat jemand den Satz für mich? Ah, hier so. I took his phone and showed it to him. Sehr schön. Zur Zeit New York auf Au-pair bei euch. Ach was, echt in New York bist du? Das ist ja auch alles down jetzt, gell? Wahnsinn. You looked through his phone. It's wrong. I know, I know. Ich bin nicht der eifersüchtige Typ. Ich weiß, Babe. Aber ich war dort und eine Message kam rein und ich habe reingeschaut. Ich verurteile dich nicht. Aber bist du dir sicher? Ja. Du solltest sein Gesicht sehen, als ich damit konfrontiert habe. And he has the nerve to assure me invading this privacy. He yelled at me. Hat mich angeschrieben und gefragt, was es soll, dass ich in sein Handy schaue. Ich habe ihm gesagt, dass er gehen soll. Und das war's. Oh, hackst du mich. Also er hat Schluss gemacht, nachdem sie sein Handy durchsucht hat. Honestly, I don't know. I don't want to know. Hurts to think about it. Thanks, Ashley. For what? Listening. Danke, dass du mir zugehört hast. I know it's very difficult. A thing for you to do. Lol. Bitch. Just let me know if you need something or anything. Okay, also mein Freund hat mich verlassen. Greg. Wahrscheinlich ist es mein Boyfriend. Hallo, A-Boys. Pick up my calls, will you? Please, come on. When you went through my property, I'm not even mad, just disappointed. Also als du mein Handy durchstöbert hast, wieso habe ich eigentlich eine Tinder-App auf mein scheiß Handy, wenn ich mit meinem Ex dran war? Oder habe ich mir die installiert, weil Schluss war? Ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht. Aber ich weiß ja, wie du bist. Also lass uns reden. Ich kann alles erklären. Hallo, es ist eine Weile her. Wie fühlst du dich? Also ich habe ihm nicht mehr geantwortet. Kannst du bitte aufhören, emotional zu sein? Es ist echt schwer für mich. This shit is punishing enough for me, so I didn't need your crabs as well. Oh, da ist eine Nachricht von ihm. Anna? Fuck this silent treatment shit! Oh, fuck it so much! I get it. Fuck it. But I get it. Get back to me when you're ready. I'm gonna give you a week. Okay? I wanna give you space. Wer schickt denn schon so eine Sprachnachricht in so einem guten Ton, Quali? They said you didn't come into work. Sie haben gesagt, du kommst halt nicht zur Arbeit. Und du hast meine Phone-Calls nicht angenommen. Was ist los mit dir? Oh, ich kann ihm schreiben. Kann ich denen allen schreiben? Nee. Oh, ich kann nur ihm schreiben. Who is this? Schreibe ich jetzt mal. You're killing me, Anna? Boah, wie schnell der zurückschreibt. You give me the silent. Du hast mir quasi die Schweigebehandlung gegeben und bist verschwunden. Und jetzt hast du vergessen, dass ich existiere. Ich bin nicht, wer du denkst. Ist das irgendein Trick, um aufzuhören, dass ich nach dir suche? You keep. Boah, schreibt der schnell, der ist ja anstrengend. Also lass uns reden. So, she lost her phone. Sie hat ihr Phone verloren. Es dauert aber lang, bis er schreibt. Oh, you're not Anna, for real? Wer ist denn da? Ich bin ein neuer Stecher! Schade. Was ein Tipp, ey, aber voll. Was hat denn der für Probleme? Frage ich mich auch. In case you are unaware, we are dating. Unaware. Ach so, also falls du nicht weißt, was los ist, wir haben uns gedatet. Oh, she's kinda cute. Ich kann sagen, dass sie süß ist. Ja, sorry, das wusste ich nicht. Also, du wusstest nicht, wer Anna ist? Warum hast du dann ihr Phone? Irgendjemand hat mir ihr Phone geschickt. The phone was left on my doorstep.
Also der Phone wurde bei mir vor die Haustür gelegt. Sie hat ihr Telefon vor irgendeinem Fremden hingelegt. Weird, warum sollte sie das tun? Ich denke, sie ist in Gefahr. Ich bin in Melbourne, ja. In Melbourne. Oh, ist sie okay? Ich würde erstmal sagen, schick mir ein Foto. Ich würde denken, die verarscht mich nur, um sich zu rechtfertigen, warum sie sich nicht gemeldet hat. Anna hat ein seltsames Video hinterlassen. Send mir das Video, bitte. Select Video. Ach so, ich kann voll entscheiden, was ich ihm schicke. Das ist ja lustig. Also ich muss ihm das gar nicht schicken. Was ist jetzt passiert? Ist das irgendein kranker Joke? Es ist nur ein Stadt. Ach, er sieht das gar nicht. Es ist nur laut und er hört nur Static Noise. Also dieses Rauschen hört er nur mehr nicht. Wenn du Anna irgendwas angetan hast, ich schwöre. Es sieht aus, als hätte es sich gelöscht. Hallo Poggy, was geht hier vor sich? Oh, das war, glaube ich, eine falsche. Oh, er ruft an. Hello? Who the hell is this? Answer me! Where did you get the phone? Is Anna with you right now? Are you ignoring me? Damn it! Ich konnte ja nicht mal was sagen, Alter. Why are you not talking? Die Verbindung war schlecht. Piep, boop, piep, ich kann die nicht hören. Nimm es aus dem Silent Mode raus. Kommt mein Call nicht durch? Irgendwas passiert ja doch. Wir versuchen es später. Und du antwortest besser. Hör auf, mir zu drohen, sag offline. Hier. Would consider. Schreiben mir die ganzen dummen. Sag mal, die ist gerade frisch getrennt und tindert direkt hier rum, ey. So, hier, was muss ich machen? Neue Nachrichten von Taylor, talk to him, check for the Jabba password and find Anna. Okay, das sind unsere Aufgaben. No. Taylor ist wichtig, okay. Tobys Birthday, woher soll ich denn das wissen? Könnt mir auch gerne helfen, wenn ihr wollt. So, oh, er hat geschrieben. Would it be considered catcalling if I called your cat? I have a grand night of a day planning out for him, her it. So grand it just might even have room for you. Das ist immer der mit den schlechten Reden. She's not on the phone right now. I'm a boyfriend! Oh, awkward. You her roommate? I'm nobody really. Anna and I don't know each other. Du hast ihr Phone? Warum? Es wurde mir gesendet aus irgendeinem Grund. 0718 ist der Code. Woher wisst ihr denn das? Ein Fremder nimmt also ein verlorenes Phone und beantwortet Spark-Messages. Ist das nicht irgendwie creepy? Eigentlich wollte ich das nicht. Richtig. Das ist gut. Solange du ihr das Phone zurückgibst, gibst du es ihr zurück? Wenn du weißt, wo sie ist? Das einzige Ding auf Spark ist, das Mädchen zu treffen. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ich versuche schon seit Wochen. I was pretty sure my catcalling. Ich war mir sicher, dass meine Catcalling-Line sie dazu bringt, mir zu antworten. Don't you agree? Deine Jokes sind schrecklich. Ja, komm, wir sind nett. Maximal points of all, da weiß er ja, dass ich alles gelesen habe. Ja, ich bin mir sicher, sie wird einverstanden sein. Sie wird mir dazu sagen. I will let her be the judge. Ich lasse sie, lass sie die Entscheidung treffen. Sag bitte ein gutes Wort, setz ein gutes Wort für mich ein. Klar, Tyler. Hat jede Frau Bock, sich schlechte Witze reinzuziehen, Mann. So, okay. Warum was? Ich hasse ja Horror-Games. Ich kann ja nicht mal Five Nights at Freddy's spielen. Aber Five Nights at Freddy's ist auch Jumpscares technisch echt heftig. So. Ich möchte jetzt das Passwort hier haben. So, wie ist das Passwort? Weiß es jemand? Wie kriege ich das raus? Ich brauche Answers. Nein.
Spark hat geantwortet. Anna, you here? Sag mal, Evonne ist immer noch bei mir. Ich hab's dir doch vor einer Minute erzählt. Das Warten killt mich. Okay. Girl loses Evonne. Gotta be more to the novella than that. Hm, why wouldn't Anna call her own phone back? Warum sollte Anna ihr eigenes Phone nicht zurückrufen? Oh, vielleicht habe ich das sogar gemacht. Oh, of course you did. So, what do we have? Ob mir das Gespräch was bringt mit dem? 0718 ist bestimmt nicht das Passwort, Leute. Just be packed with juicy details. Greg is looking for her. Who's Greg? Someone close to her. Hm. Muss ein Boyfriend sein. Na, noch mehr Competition. Was für Competition? Wenn du Boyfriend hast, dann gibt's keine Competition mehr. Danke für den Next Level. Kannst du bitte aufhören? Wieso schreiben die alle so schnell? Wisst ihr, was ich hasse? Wenn man Nachrichten, genauso wie der, jeden einzelnen Satz und Wort einen neuen, blöden Absatz braucht. Schreibt doch alles in einem Scheißtext. Oh, wie sieht sie aus? Do I really have to? Come on. What if she needs your help? Tell her it's my idea. I can handle all the things I'm going yet. Du bist doch am Sack! So, zurück. Keine Ahnung, was die Zahlen bedeutet. 0718. Oh mein Gott, der ruft schon wieder an. Hello? Hello? I know you're there. You picked up. Why aren't you answering? This is serious, okay? Oh, say something! So, ich möchte jetzt gerne die E-Mail. Ich möchte jetzt rein. Hm. Schön, dass man so oft das falsche Passwort eingeben darf, wie man will. So, warum antwortest du nicht? Du hast nicht laut und klar gesprochen. Du verschwendest meine Zeit, wer immer du auch bist. Ich brauche deine Hilfe, es ist schlimm. Sie antwortet, sie geht nicht an ihre Tür und sie ist nicht zur Arbeit erschienen. Anna sagt aber immer, wenn sie nicht kommt. Auch wenn sie 5 Minuten zu spät ist. Ja, sie hat ihr Phone verloren. Wie soll sie dann sagen, dass sie 5 Minuten zu spät ist? Wir müssen unbedingt irgendwie, sie würde schnell einen Weg finden, um im Büro Bescheid zu geben, dass sie zu spät zur Arbeit kommt. Das ist nicht normal, so ist sie nicht. Das Video, you claim to see. Bist du sicher, dass das die Anna war? Ja, das war die Anna. Das war die Anna. The girl with the thick eyebrows. Wie gemein, das Mädchen mit den dicken Augenbrauen. And she didn't say any, sie hat nichts über irgendetwas gesagt oder was mit ihr passiert ist. Sie ist ausgerastet. Kommt The Pantry Killings, bald das Gameplay auf verspieltes Knu. Ja, nächste Woche. Ich schwöre, wenn du irgendwas mit ihr gemacht hast, ich würde halt mal die Polizei rufen, oder? Wer bist du eigentlich überhaupt? Okay, I realize how all this looks. I'm Greg Summer, ich bin Annas Boyfriend. Wir hatten irgendwie Streit. Und sie wollte nicht mehr mit mir reden. Right. Anything in her phone that indicates where she might be? Gibt irgendwas ihr Phone her, wo sie sich befinden könnte? Irgendein Update? Du kannst ja überall reinschauen, oder? Ist das überhaupt legal? Hey. Irgendwas ist mit ihr passiert. I just peeked to her jabber and we can practically track her. Gehen ihr Jabber rein und dann können wir schauen. Just to see, ob alles in Ordnung ist. All I need is one FM conversation with her. Warum flackert der Hintergrund so beschissen? Okay, I don't really care about your drama. How long has she stopped talking? Wie lange hat sie nicht mit dir geredet? Danke, Gucke. Dankeschön. Seit Wochen. Wir hatten, wie gesagt, Streit. Und ich bin eigentlich der gute Junge. Ich wollte ihr wieder Platz geben oder halt Space. Sie hat mich so behandelt, als würde ich nicht existieren. Und das geht mir auf die Nerven. You think maybe she has... Vielleicht hat sie dich ja... Moved, sie geht halt jetzt weiter. Das bezweifle ich. Sie ist über dich hinweg. Wenn sie wirklich abbrechen wollte, dann hätte sie das einfach in mein Gesicht sagen können.
Sie hat Sparks installiert an ihrem Phone. Denke ich mir auch, sie hat doch eine Dating-App auf ihrem Phone. Verarschst du mich? Sie wirklich über mich hinweg? Hat sie mit jemandem gematcht? Jetzt reicht's aber. Ist das jetzt überhaupt relevant? Es geht um das Prinzip. Wir hatten einen Streit. Gib mir den Namen von dem Bastard, Tyler. Oh nein, wieso peppert sich den jetzt? Fuck. Ich möchte wissen, Ulit, ich möchte sie wiederfinden. Ich denke, Jabba ist unsere eigene Möglichkeit. Schau bitte um und lass mich wissen, ob es irgendeinen Post gibt. Passwort geschützt. Vielleicht hat er's ja. Is she upright even on her phone? Ist sie nicht mehr on the phone? Just let me know when you find something. Be quiet. Okay, so. Wir brauchen jetzt ein Passwort, Leute. Geht das Game lang? Ich weiß es nicht. Lass uns doch mal darauf eingehen, Leute. Ich habe das Spiel mal gezockt, deswegen weiß ich es richtig. Passwort findest du von der Galerie raus. Ein Bild von Annas Katze. Geburtsdatum 8.7. Ah, du Schlingel. Dann machen wir das doch gleich mal. Aber wo finde ich denn ihre blöde Galerie? Hier. Die hat aber ein aufgeräumtes Dashboard. Mein sieht nicht so aus. Videos. Voll unangenehm, wenn der irgendwann alles so durchschaut. Chat-Videos. Sorry, I'm at work. Just. Ah, genau. Anna? Okay. Me. It's just me, myself, and I. Irgendein Hinweis. Hey, die hat den gleichen Hund, den ich früher mal hatte. Ich hasse diese hässlichen Filter. Okay, irgendwo muss doch ein Video zu finden sein. Oh shit! Oh, wir haben die gleiche Klimaanlage. Oh, jetzt haben die Videos endlich geladen. Na, sieh mal einer an, die gute Anna. Na, Anna? Image corrupted. Och, ein geiles Fitnessbild. Das will ich jetzt aber sehen, du. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Geile Scheiße, du. Das muss ich mir jetzt gönnen. Ich verstehe den Sinn nicht. Ja, geil. Nice. Ja, das kann auch ohne Handtuch noch stattfinden. Hier die Katze. Die Kitty Cat. Wenn er tanzt, also siehst du auf jeden Fall, sind nicht irgendwo Tobias. Da hat gerade jemand geatmet, Leute. Da hat gerade jemand geatmet. Ich habe es genau gehört. Ekelhaft. Coffee Dough. Die Freundin von vorhin. 13. Ach, hier. 13. Ach ja, das macht Spaß, fremde Bilder durchzugucken. Vielleicht ist da irgendein Hinweis. Okay, da hat jemand in mein Ohr geatmet, Leute. Habt ihr es auch gehört? Hier, Birthday. Birthday Party. Okay, da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Okay, das ist dann also das Passwort. 1807. Yeah. Okay. Reset Passwort. Dear Anna, bla 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 bla. Tech issues again. Hey Ed, I think it worked. Thanks again. Hey Anna.
Mit was hatte ich technisch? Don't mention it. Ja, the pleasurous version of OS. Pretty buggy. Also mein Handy hatte schon irgendwelche Probleme. Sorry, tut mir leid, dich zu stören. Aber es ist wieder mein Phone. Also sie hatte schon irgendwelche Probleme mit ihrem Phone. So recently I reset and restore my phone and I lost most of my cat's E-Mails. Also sie hat ihre Cats und ihre ganzen E-Mails verloren, dadurch, dass sie ihr Handy wieder zurücksetzen musste. Picked up anything new? Oh, es gibt auch Instagram. Geil. No subject. Where are those data packets I asked for Anna? This is the millionth time you are directly disobeying by the instruction and wondering if you really are putting it interest. Von Tim. Aha. Mother. Horror kann mich nicht erschrecken. Ich bin zu abgehärtet. Irgendwann werde ich ein Horrorgame finden. Oh Gott, was hat mich gerade erschrocken, der Tyler. Oh, der Tyler nervt. Das sind so die Leute, mit denen hast du überhaupt noch nichts zu tun und die stalken dich dann die ganze Zeit und mischen sich in dein Leben ein. Tyler, lass gut sein. Du engst mich jetzt schon ein und wir sind noch nicht mal zusammen und du hast überhaupt noch nicht, der hat nicht mal ein Draht zu mir. Why didn't you tell me? You see what happened? This is what happens when you don't listen to your mother. All I want is your best. I already put you through school and now want to do it again. And for what? Becoming a vet? This is the third time you got rejected from that school. Maybe it's time to realize that you are not cut out for these kinds of nonsense. Ich wurde schon wieder von der Schule geschmissen. Geil. Oh, du. Hey, hey, hast du irgendwas gefunden? Irgendwas wegen Anna? Erzähl es mir. Ich finde es falsch, persönliche Dinge mit dir zu teilen. Du machst Spann. Hey, du kennst die gar nicht. Du hast überhaupt kein Recht, überhaupt jetzt da rumzulabern. Du kannst mir nicht mal Infos geben. Here, the right thing. Students unable to feed themselves. The development nations. Ach, okay, es ist eine Fontseite. Thanks for subscribing, the right thing. Ich mache immer das Richtige. So. Gibt's hier nicht noch was anderes bei der Inbox? Voll öde. Nö, okay. Kann ich dem jetzt noch irgendwas mitteilen, dass ich was gefunden habe? Nö. Muss ich in den Bildern noch was finden oder kann ich mich jetzt... Kann ich noch... Mir geht's gut, hey! Kann ich mich hier noch anmelden? Ach, hier war's doch, gell? Check your email now. Jabber, reset password. What is your pet's name? Wie hieß die Katze nochmal? Tyler? Wie hieß die nochmal? Jumpscare? Naja, ich höre irgendwie einen ekligen Toby. Ich höre irgendwie einen ekelhaft Atmen. Oder es kommen solche Sachen, glaube ich. What is your mama's maiden name? Weiß es jemand? Wie ist der Mutter ihr Kindername? So, lasst mal hier schauen. The Taylor. How do you win a war on drugs? Ach so, ich habe mit dem schon Kontakt gehabt. Today is gonna be a good day. Sie liebt auf jeden Fall Katzen. Das Simulacra, das soll richtig geil sein. Es wird bestimmt super oft empfohlen. Ich hatte nur nie Zeit, es zu spielen, deswegen machen wir es jetzt. Hat sich die Community gewünscht. I can feel my face when I'm with you. Hier findet man ja gar nichts Spannendes. Ein ungewöhnlicher Login. Oh, vor einer Minute. Das war gar nicht ich. Hä? Sorry für das ASMR-Geknusper. Ich habe mir einen leckeren Riegel gegönnt. Da ich heute schon sehr pünktlich, wenn es was zu füttern gibt, komme ich wieder rein. Aber echt, der Striedel. So. Es wurde gerade vor einer Minute was gepostet. Das war nicht ich. Es fühlt sich an, als wären hier 1000 Grad. Oder bin das nur ich? Ich chill gerade daheim.
Das war auf jeden Fall nicht ich. Wer hat das gepostet? Ich habe das nicht mal geliked. Stimmt nicht. Ah! What the fuck? Be quiet, prick. Is she the upright even on her phone? Just let me know when you find something. Etwas Seltsames ist passiert. Bist du durch Jabba gegangen? Hast du was gesehen? Jetzt hör mal auf mit deinem Jabba. Ich hab ihr letztes Update. Awesome. Toll. Send es mir. Oh, hallo. In dem Ordner war ich ja noch gar nicht drin. Das ist sie in ihrem Ort. Ist sie daheim? Warum antwortet sie dann nicht? Ist sie noch dort? Sollte ich das wissen? On Ashley and Greg. Ich gehe nochmal dorthin und schau nach. Mach das. Was ist das jetzt? Oh, ein neues Video ist fertig geworden. Ashley is so adorable. We were on the phone for hours and I only said like two words. And like a good bestie, I sat through the entire thing. I don't know what it is about her and guys. She's always, I don't know, self-conscious about it? I'm not like that with Greg. Should I be? I mean, he's been good to me, I guess. Da macht sie quasi so eine Art Tagebuch in Videoform, dass sie halt überlegt, in sein Handy zu schauen. Sie weiß nicht, aber irgendwie traut sie ihm auch nicht. Und sie hat es dann halt trotzdem gemacht. Sie ist nicht so eine! Oh, meine Freundin hat mir geschrieben. Ich habe deinen Java-Post gesehen. Du bist daheim, Anna. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben, dass ich das gesehen habe. Kannst du mir bitte mal antworten? Ich kann es nicht garantieren. Okay, ich weiß, dass du krank bist, über Greg zu reden, aber ich, But I saw Jolanda at my building. Ich sah Jolanda in meinem Gebäude. Holding a Ferris and Kane footwear bag. Okay, was geht jetzt ab? So, I walked up to her, played it cool, pretend to ask for her card and stuff, right? Turns out that skank buys stuff for other people. I didn't realize a job like that even existed. Sounds kind of lame, don't you think? Sucks the fun out of shopping, like... What if you want to return something? You return it to them or they will return it on your behalf? Shopping is pretty straightforward. Why would anyone complicate things? Also, she looks fine. I don't think she's... Maybe she dealt with it. Okay, sie hat gerade über die Ferris geredet. Die hat anscheinend wieder Schuhe zurückgebracht, die ihr nicht gefallen haben. Und ich glaube, das ist die Tante, auf die wir eifersüchtig sind. Kann das sein? Ich bin keine Mutter, nein, ich habe keine Kinder. You're right, I don't wanna hear about that. Actually, eigentlich bin ich nicht Anna, das sage ich jetzt mal. Mann, das Mädchen hat Probleme. Warte, was? Du bist... Wer bist du denn? Ich habe schlechte Nachrichten. Ist etwas Schlimmes passiert? Ist etwas mit Anna passiert? Sie wissen nicht, wo sie ist? What the fuck? Ist sie weg? Sie sollte jetzt eigentlich in der Arbeit sein. Sucht niemand nach ihr? Ich benutze ihr Phone, um sie zu finden. Machst du das? Und du bist? Irgendwie ein Stranger? Du beantwortest nicht meine Frage. Lass mich in Ruhe. Ah! Oh. Hello? I know you're there. Why aren't you speaking? If anything happens to her, it's on you. Explain! Hallo, Tim. Du antwortest nicht meine Fragen. What the fuck? Warum redest du nicht? Nimm Anna ans Phone, jetzt. Ich wünschte, ich könnte.
Eben erst wurde mir auf YouTube Galileo-Video von dir gezeigt, wo dieser Kanal gezeigt wird, nur noch meine Stadt. Schaue ich mal rein. Oh, Ferrokis, das ist ja süß. Wie witzig. Was für lustige Coincidences. Hallo. Hallo an alle übrigens. Ich hoffe, euch geht es gut. Dieses Spiel hat sich meine Community ganz arg gewünscht, deswegen spielen wir das heute. Fine. Be the way. This must be an. Oh, Licht ist angegangen. I'm just going. Ich schaue jetzt nach ihr. Ich werde mit der Polizei deinen Hintern aufreißen. Ihr Schicksal liegt in deinen Händen. Welches es sein wird, dass ich nach ihr schauen werde. Und du solltest jetzt aufhören. Ich habe gesehen, dass Anna einen Post gemacht hat. So sieht's aus, als wäre sie zu Hause. Ich glaube nicht, dass sie es war. Du hast mir erzählt, dass sie vermisst wird und du hast ihr Phone. Now she says she is at home. Jetzt sagt sie, sie ist daheim. How am I supposed to believe? Wie soll ich dir irgendwas glauben, was du sagst? Greg ist checking. Greg sucht auch nach ihr. Greg? That Greg? Dieser Greg? Steckt ihr unter einer Decke? Ich glaube, du solltest das nicht sagen. Da gibt's jetzt überhaupt kein Zurück für Greg. Aber falls du das weißt, just walk away from this before. Lauf lieber von der Sache weg, solange du noch kannst, und lass Anna alleine. Die vertraut mir nicht. Wie lang geht das Spiel? Ich habe keine Ahnung. Oder Greg. Ist vielleicht der Greg der Psychopath? Okay, I'm here. Ich brauche deine Hilfe, um in ihr Platz zu kommen. Anna blockiert meine Karte, so, also komme ich nicht rein. Neue copy to work. I need to register a guest. But they need an authorization code. Okay, Greg. Oh Gott, was soll ich jetzt machen? Der will irgendeinen Autorisierungscode, den ich jetzt übers Handy freischalten soll, damit er in ihre Wohnung kommt. People use this request temporary access to our house guests. Make sure you enter fill my full name. Na, sollen wir das machen, Leute? Sollen wir den Zugang geben? Hinter ist er der Psychopath. Ich meine, immerhin akzeptiert er nicht, dass Schluss ist, beziehungsweise sie ist auch feige, wenn sie sich bei ihm nicht meldet. Hallo, Julian. Soll ich das wirklich machen? Muss ich das machen? Was habe ich da gerade oben für eine Nachricht bekommen? Das musst du sogar machen. Okay. Wo ist denn der Access Code? Hier wahrscheinlich, oder? Na, guck mal, da sind die ja zusammen. Das ist ja süß. Na, wie traurig eigentlich. Polizei anrufen? Ich sende ihm jetzt mal das. Kamera. What do you want from me? Tim Tom, wie geht's dir? Schon lange nichts mehr über dir zugeguckt, seit The Forest wieder zusammengespielt hat. Ach, so lange ist es schon her. What, Galileo? Ja, ich war bei Galileo. Aber ich war sehr nervös, Leute. Hat wer den Link zum Galileo-Video gegeben? Ja, meine Mods posten euch den Link zum Galileo-Beitrag rein. Ihr seid ja Süßis. Hallo, Amy. So, Jabba. Wo ist denn dieser Code? Videos? Kamera? Ich mag das Geräusch irgendwie. Ich will auch so ein Geräusch haben. Ich hab das noch nicht, oder? Ich hab den nicht, lass mich in Ruhe! Kann ich den irgendwo holen, den Access Code? Nur mein Crush hat mir gerade ihre Liebe gestanden. Ach, wie süß. Chats. Ah, okay, die Chats glotzen. Ah, hier. Ah, okay. Wie schnell die alle antworten. Okay, ja. Jetzt muss ich seinen Namen reinschreiben, oder? Wie ist denn sein voller Name nochmal? Ach, scheiße.
The invite guest to authorize a text guest to enter your home. Text unblocked to enable unblocked. Ah, okay. Mein Gott, habt ihr das gehört? Please enter the card number you wish to unblock. Ja, Kerle, sag mir die mal. Ich brauch deine Card Number, Mann! Kann ich ihn nicht fragen? Lass mich bitte in Ruhe. Invite guest and then Greg's summer. Ach, muss ich jetzt einfach invite guest schreiben? Nicht unblock. Ah, okay. Invite guest. Ah, danke, Leute. Danke, schöne Stinker. Greg Summers. Hallo? Okay. Perfekt. Jetzt kann er in ihre Bude rein. Wo finde ich die Scheiße jetzt? Da ist sie doch. So. Ich mag Bäume, ich auch. Hallo, Elmazo. Warum bist du so braun? Wir haben Sommer hier. Zelda of the Breath of the Wild, ja. Aber wir spielen es auch noch zusammen nochmal durch. It works, the lift is now. Can't believe my card won't work anymore. She gave this to me on our first anniversary. No, voll traurig. Oh, I'm downstairs, but something's wrong. Was denn? I can hear someone inside. Doesn't sound like her. I'm going in. Wait! Something's wrong. There was this voice or a sound. Fuck, I'm recording this. Is it a TV? Oh, wie gruselig. Nope, it switched off. Her cat is gone too. I don't see Toby anywhere. Anything that stands. Ist irgendwas, was zu sehen gibt? Ihr Raum ist durchstöbert. Da liegt überall Zeugs auf dem Boden. Sie ist eigentlich sehr organisiert. Glaubst du, ein Raub? Ihr Laptop ist aber immer noch hier. Was hörst du? Ich habe keine Ahnung, was ich höre. Listen, hör mal selber. Das ist ja voll creepy Scheiße. Hast du den Jabba Pause gesehen? Der Laptop ist noch warm. Sie hat hier irgendwas gepostet. Wo zur Hölle ist sie? Ihr Notebook ist doch hier. Ich nehme es mal mit. Obwohl es sich nicht richtig anfühlt. Irgendwas ist seltsam, damit. Vielleicht ist sie raus, um irgendwie kurz auf den Trip zu gehen. Das erklärt aber nicht, was ich gesehen habe. Ihre Klamotten sind noch hier. Mann! Was? A request has made been from Anna's home PC to dimmer the... was? Was muss ich machen? Was muss ich machen? What did you do? What did I do? Ihr Phone versucht, alles von Annas Phone zu löschen. Did you do something? Don't you dare deleting any... Die wollen alles löschen, nein! Hier läuft eine Glock runter, Alter! The hell? Came the fuck down, let me see what's happening.
Your data is requested or something. What will happen? It's from Anna's laptop, man! Okay, just hang on. Let me check your laptop. Shit. I see it too! Remote delete all data. How the fuck that happened? Stop talking and help. I can't do it. Weiß ich nicht. Mach irgendwas, Mann! Okay, okay. Fuck, I can't remember how to work this. Das ist das same. Hör mal auf zu schreiben und kümmere dich mal drum. Hang on. I see it. Oh, fuck me. Kannst du bitte diese Wörter weglassen? Ich einfach beeilen. To turn it off, I need to answer some security to be. There are three. Okay. Okay, 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 schnell. Her cat's name, her company, her Iris OS name. You can put it on three strikes. Scheiße, was ist das nochmal? Her cat's name war Toby. Oh Gott. Scheiße. Oh fuck. No, it's wrong. Toby's a short name, it's longer though. Oh fuck. Tobias, you died. Scheiße. Im Ernst? Welcome to this form belongs to. I ask your name. What the fuck? Hallo, Nutella. Oh Gott, wieso wusste der, dass ich jetzt nicht Anna bin? Wie alt bist du? 15. Call your parents. Okay, dann bin ich halt 18. Where is your home country? Australien. Are you a new user or new? If needed, would you like to manage the auto? Often. Favorite kind of smell. Shit. Which part of an animal do you prefer to eat? Ribs. Ich liebe Rippchen. Tell me about your saddest moment in life. Das ist voll deep. Was will das alles von mir wissen? Puh. Alge. Alge, Alge, Alge. Oh, lass mich in Ruhe. Es geht dich gar nichts an. Das... geht dich have to tell me more. Alter. So. Tell me more, tell me more. Ich kann dir nicht mehr erzählen, Alter. Ey. So. Are you paranoid that your phone or laptop camera might be recording your every move? Yeah. If you can only tell the truth all time, do you think this will make the world better? Wenn ich alles ehrlich sage, nö, es wird die Welt schlechter machen. Weil zum Beispiel, stell dir mal vor, ich sehe heute einfach scheiße aus. Es gibt Tage, sieht man einfach fertig aus. Und jeder sagt mir, ich sehe scheiße und fertig aus, dann fühle ich mich doch nicht besser. Es gibt Dinge, die weiß ich selber. Genauso wie jeder, der irgendwie einen auf irgendein Merkmal anspricht, den ganzen Tag sehr nervig. Hallo, Joe Knut. Alter, diese Musik ist so meditativ. Verschwörst du die Antwort zu sagen? Nö. Would you rather know the date of your death or the cause of your death? Den Grund meines Todes, das weiß ich doch nicht. Would you rather lose your mind? Und würdest du lieber deinen Verstand verlieren oder alle deine Glieder? If you look behind you right now, would you rather see a floating head or a headless body? What the fuck? Was sind das für Fragen? Your hair smells like shit. Nice. You agree to surrender all of your personal data. Oh Gott, scheiße, was ist denn das?
Also wenn ich so ein Handy hätte, würde ich es direkt ausmachen. Voll die kranke Scheiße. Welcome. Alles weg von Anna. Konnten wir die Anna nicht retten? Musste das passieren? Scheiße. Konnte ich die Anna nicht retten? Mach mal ein bisschen leiser, ist gerade ganz schön laut, oder? Konnte ich die Anna jetzt echt nicht retten, Leute? Your ID ist GNU 2. Alles klar, es wisst jetzt alle meine ID. Oh, da ist ja wieder alles. You! Oh, was ist denn das? Oh mein Gott, bist du sicher? Nein! Ja, bin ich. Unlikely. For long. This voice, do not. It out need tune it to. Es ist ganz schön laut, Leute. Was ist das? Was muss ich da eingeben? Need you to out-tune. Ups. Nee. Danke. The one, the many, this voice, this voice. Do not believe it. Was? Hilfe, was? You resist words, it's must. Du musst seinen Wörtern und seinen Worten widerstehen. Was widerstehen oder widersetzen? Sein Bild. Es ist eine Lüge. You it seen have must. What? Ich finde das Spiel auch richtig geil, aber ich finde es nicht geil, dass ich gerade hier so Panik schiebe. Was? Der schreibt gerade so viel. Hier, ich muss erstmal das hier. Achte mal auf die Zeit. Voll abgefuckt. Oh Gott, die Zeit ist ja gruselig. Ach, das sehe ich jetzt erst. You have seen must you have seen it. Nee, wie ist denn der Satz? You must have seen it. Moment. Danke schön. So, dann kommt hier noch was. Something is wrong. You are not Anna. Du bist nicht Anna. Das Datum? Voll gruselig. Das ist not Anna. No. Ah! Soon gone will she be. Ah. She will be gone soon. Ups. She will be gone soon, verdammt. Okay, danke Leute für eure Hilfe. How to find her? Wie kann ich sie finden? Es hängt davon ab. Von S. You, me and find her will. Okay. Englisch, Grammatik on fleek. Oh.
Find me and you will find her. Okay, oh nein. If not, und dann kam das Bild. Saving? Autobahn? Alter Schwede. I take you to German Autobahn then. Admissions, the University of Cunningham. We have received your application to the School of Veterinary Science. We regret to inform you that you have not been shortlisted. Blah, blah, blah. We thank you, blah, blah, blah. They didn't even say why, and they have to take 3 months for this? Ugh, this is not helping! Kann ich voll nachvollziehen. Hallo, Vanni, guten Morgen. Das ist ein lustiges Game, will ich liebe es schon jetzt. Okay. I cannot use... Hello, fuck, please let... Tell me it works. Everything is fine now. God, thank God. Oh God. Oh fucks, you scared me. I thought we are going to lose our progress. Don't worry. Da hat was geschmatzt! Liar, you are just as picnicked as me. This is too much weird. Das ist so viel gestört, was hier passiert. Ich habe etwas auf ihrem Laptop gefunden. Porn Trash. Mehr Hinweise? Etwas wie das hier. Das sind ein paar Phone-Daten. Backup. Wieso ruft er die Polizei? Ein anderes von ihrer Workstation. That means there might be more stuff. Das müsste eigentlich mehr auf dem Handy sein, was du jetzt sehen müsstest. Ah, okay. Er hat jetzt quasi ein Update gemacht. Okay. Let's get started. Okay. Bah! Ah, jetzt kommen die ganzen Nachrichten rein, die vorhin verloren gegangen sind. Sehr gut. It should be done. Ja, ich hab's bekommen. Great. More of honor to see. Hey. Hör den Ton ein bisschen runter, du creepy Typ. Da ist noch etwas anderes. Ich habe noch mehr auf ihrem Notebook gefunden. Das ist etwas, was du mir sagen möchtest? Ich verstecke nichts vor dir. It says in a notebook that she meets someone on Spark. Es hat ja jemand on Spark getroffen. Hast du irgendetwas mitbekommen, dass sie jemanden auf Spark getroffen hat? Ja, es ist Tyler. Also hast du mit diesem Guy gequatscht? Hast du ihm irgendetwas erzählt? Ich habe ihm alles erzählt. Was hast du? Alles? Jesus. Hat dir niemand irgendwie gesagt, irgendwann mal dir beigebracht, dass du Fremden nichts sagen sollst, gerade online? Du bist auch ein Fremder. Ich bin ihr scheiß Boyfriend. Bist du schon lange nicht mehr. Bleib mal drin an der Line. Ich muss mal kurz noch ein paar Anrufe tätigen. Ja, ja, ja. Ich geh mal an Spark. Die juckt den scheiß Spark. Nur erschreckt sich vor Nachrichten. So muss los. Dankeschön, selbst wenn du warst. Tschüss. Dieser Moment, wenn ich nur eine Nachricht bekomme. Ah! So, was gibt's hier in Spark, Alter? 31. Der Typ wäre mir schon viel zu aufgeregt. Today is gonna be an interesting day. Can feel it. Wieder ein neuer Post von mir vor einer Minute. War aber nicht ich. Hab dich nach einer Weile nicht gesehen. Ist alles okay? Ja, alles okay. Ja, mir geht's gut. Ich bin nur ein bisschen von der Welt. Ach, guck mal, der hat sogar geantwortet, die Drecksau. Das war nicht mal ich. What the fuck? Da hackt jemand irgendwie ihr Handy und gibt sich für sie aus. Wie... Hier. When your life is worth money. Recent exchange. Hey, Anna, looks like you have many receiver for the next week's company gifts wrap. I know the gifts are meant to be a secret, but I don't like to give gifts... that you ultimately don't want. Okay, ich guck mal kurz, was das ist hier. Oh Gott, bitte nicht. Was ist das? Könnt ihr mir das mal bitte kurz den Satz schreiben? Liebe, 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 liebe. Liebe, 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 liebe. Es fängt auf jeden Fall schon mal an mit I will.
I will. Das ist zu gruselig. Das Hintergrundbild hat sich schon wieder geändert. Jetzt guckt sie in die Kamera. Im Ernst? Ah, tell me your body size. Ach, das ist ja süß. Okay. Dankeschön, ihr Lieben. Dankeschön an Kanchi. So, tell me your body size. Make sure to give your breast, waist, hip and measurements. I want to get the right first. Just something would be perfect. Heiratet die oder was? Deine Order wurde was habe ich denn bestellt? The singular object of architecture. Hab ich doch gar nicht bestellt. Hey, I got your application, but the boss is sitting on it for now. It's regarding that I bought. Ach so, sie hat es für mich gekauft, alles klar. Stimmt, sie guckt es in die Kamera. Ist mir gar nicht aufgefallen. Voll gruselig. 99 Messages. Alter, was ist denn los mit euch? Alles schon gelesen. So. Hey, God. I just read my text. I'm so, so sorry. Can you do me a favor and just ignore all of it? I had a wee bit too much to drink last night, and I have no idea what I was saying. I'll make it up to you, okay? I'm going back to sleep, so I'll catch you soon, alright? Hat die mich angegraben? Ich glaube, die hat mich angegraben. Die will was von mir. Okay. Hier, vielleicht sollte ich mal ihn lesen. Hey, how are you boring? 7. Juli, da haben wir geschrieben. No questions there. Stop taking the question. Did anyone give time? We're the most boring couple in the room. But who cares? Are you bored of me? What fuck? No. It's boring. Been boring with me. Last night you didn't really want to dance. And I know you don't like dancing. I like it anyway. Haha, no. It's just kidding. Okay. Promise me that everything is fine. What's gotten into you? Just do it, please. Okay, promise everything's fine. I love you. Oh, guck mal, da ist ja was. Oh. Handydaten durchstöbern. Macht ja so viel Spaß. Wie viel Uhr ist bei dir? 10 Uhr. Hier, was steht denn da? Ferry is break. Ach, irgendeine Nummer kann ich jetzt überhaupt nicht irgendwie. Jolanda, the who is the hell? Ah. Oh oh. Ah, okay, da hat die mal ihre Nummer hinterlassen. You looked through my phone. Ach, du hast durch mein Handy geguckt. Ich wusste, dass irgendetwas abging. Du hättest es mir erzählen sollen. Nein, das war ein Missverständnis. Los, mach. Sie war ein Kunde von den letzten Monaten. Wir haben uns ein paar Mal nach der Arbeit getroffen. Ich habe einen Fehler gemacht, aber alles danach war nicht ich. Bullshit. Anna? Oh nein, sie ist schwanger. Shit. I'm pregnant, mate! Da ist die Kacke ordentlich am Dampfen, du. Warum ist dieses blöde Bild so wichtig? Die ist schwanger. Not pregnant. Ah, ich sehe es gerade. Not pregnant, okay. Not pregnant. Have to try again tomorrow. Oh, das war von der Tussi, oder wie? War das von der Client, von der Kundin? Warum gehen alle Spiele, die ich spiele, immer um Fremdgehen und Scheiße? Herrgott, zack! So, hier. You almost uncheated me and her pregnant you. Gott, her pregnant, scheiße, okay. Also hat sie quasi betrogen und dann.
Du hast mich betrogen und hast sie fast geschwängert. Ach, das hat sie noch gepostet. Das ist nicht wahr. Ich hab dir gesagt, du ist es nicht erlaubt. You're not allowed to fuck clients. Ja. Sie nicht erlaubt, Kunden zu... Sie war... She was the last clause I need. I know, it's hard to believe. Sie, ach so, er hat's quasi für den Job gemacht. Ist mir scheißegal, Anna. Lass mich in Ruhe, Greg. Also mit dem hätte ich Ausschluss gemacht. So ein Arschloch. Also der kann... Den will ich gar nicht mehr reden. I guess she's alright. Recover Taylor. Den können wir auch mal recovern. You're fun. Hey, stranger. Anything? Anna posted something? Okay. Ich gucke erstmal die Nachrichten an. Nicht, dass es auch noch ein Psychopath ist. Okay, ach, das ist gar nichts. Oder ist hier ist recovered? Nee, hier ist recovered. Da können wir oben nochmal nachlesen. Titanic, what? Yep. Ach, der hat die Bilder geschickt. I got my eyes on you. Oh mein Gott. You're everything that I see. I want your heart, love and emotion. Endlessly. I can't get over you. I cringe. You left your mark on me. I want your heart, love and emotion. Endlessly. Oh mein Gott. I cringe. Oh wow, that's not too bad. I cringe. Otherwise, it will be a sob area. Oh, I cringe. I think about it. Your number, maybe? Okay, ich habe meine Nummer noch nicht gegeben. Far from it. Direkt das Match auflösen. Sarah leaving your room. Maybe you're overthinking it. Maybe she's just gonna be left alone. Vielleicht will sie auch einfach nur allein gelassen werden. Wow, no wonder you're sure. Wow. Ey, da klopft jemand an meiner Tür. Du solltest keine Witze darüber machen. Sorry? Alle, das sind meine Augen. So, was ist genau passiert? Hat Greg irgendwie ihr Haus durchsucht? He did, but er hat ihr Haus durchsucht, aber sie nicht gefunden. Would have called. Anna würde eigentlich immer zurückrufen, wenn someone she makes a post. Sie hat doch erst einen Post gemacht. Doesn't it sound a bit strange? Es hat sie nicht. Anna, and somehow she makes a post exactly the same time as when Greg is checking it on her. Ah, Anna hat gerade einen Post gemacht, als Greg nach ihr gesucht hat. Ist doch irgendwie komisch, oder? Die einfachsten Antworten sind oft die einfachsten. Die einfachsten Antworten sind oft die richtigen. Richtig, lass uns sagen. Jetzt halt die Frage, hetzen sie sich jetzt gegeneinander auf? So scheiße, hat er doch gar nicht gesungen. Nein, der hat super gesungen und der hat echt gut gesungen, aber das halt eine Frau zu singen. I got my eyes on you. Ist halt peinlich. And he is hiding from you. Just a random thought. What if Anna is deliberately trying to get away from Greg? Maybe he bombarded her with calls and messages to the point where she just went, screw it, and chucked the phone away. Interessanter Punkt. Also er meint jetzt, dass der Greg halt der ist, der sie stalkt und sie eher vom Greg abhaut. Jetzt ist aber die Frage, ob er vielleicht doch nicht einfach sie ausspielen gegeneinander. Go on. Oh, das ist aber... Denk doch mal drüber nach. Was ist Greg für eine Person? The phone data was almost deleted when he checked her phone laptop. He mentioned that he got blocked. Er hat mir erzählt, dass er blockiert worden ist von ihrem Apartment. Aha. If there are indeed lovebirds, also wenn da wirklich lovebirds wären, dann hätte sie ihm noch die Schlüssel gegeben. Aber jemanden zu blocken ist schon eine starke Antwort. Vielleicht möchte sie ihn von sich fernhalten. Vielleicht war es aber auch die Person, die ihn jetzt geblockt hat, die sie überfallen hat. Kann ja auch sein, dass der alles entfernt hat von ihr. Und sie war es gar nicht. Der Founder war fast weg, als er die Laptop gecheckt hat. Das ist blöd. Think he is hiding. Ich glaube, dass er irgendwas versteckt. Why should you want to... Warum sollte er sonst die Phone-Daten löschen? Ich glaube nicht, dass er es war. Sagt jede schuldige Person. Er ist ein Arsch. Annie ist ein sehr süßes Girl. Warum sollte sie jemanden wie ihn daten? Verbally abusive is not far from being physical. So jemand wie er ist nicht weit davon, jemanden auch physisch etwas anzutun. All I'm going to say is I think there is more to... Ich glaube, das ist einfach... Alles, was ich sagen möchte, ich glaube, du solltest bei Greg einfach aufpassen. Anna hat jemanden auf Spark getroffen. Richtig. Da ist eine Möglichkeit, ein heißes Girl wie Anna zu matchen. Ja, du hast recht. Ja.
I would never. Ich würde nichts vor dir verstecken. Du kannst mir vertrauen. Scout's honor. I think before we move on, you need to confront him. Call him out. Okay, some new data is just restored. Bitte schau nochmal nach. Na, wonach soll ich nochmal schauen? Great, hiding something is... I can feel it. If he didn't say something to Anna, we need to know what it is. Weil falls Anna was angetan hat, sollten wir wissen. Wieso wär's dann einfach mal mit der Polizei rufen? Okay. Nachrichten. Oh Gott, jetzt kommt der wieder. Get to the bottom of the spark thing. Greg, I need to ask you something. Was? Lass mal über Annas Platz reden. Guck dir das Video nochmal an. Welches Video? Warte mal. Ihr sagt mir alle, ich soll das Video nochmal anschauen. Das meinst du? Wo er singt? Ach was, wo er singt, soll ich nochmal anschauen. Wo er singt, soll ich nochmal anschauen, sagt ihr. I got my eyes on you. You're everything that I see. I want your heart, love and emotion endlessly. I can't get over you. You left your mark on me. I want your heart, love and emotion endlessly. War die da nicht gestanden? Warte mal, die war doch da gestanden, oder? I got my eyes on you. You're everything that I see. I want your heart, love. An emotion endlessly. I can't get over you. You left your mark on me. I want your heart, love and emotion endlessly. Hä? Was sehe ich da? Dort steht jemand im Spiegel, glaube ich. Was habe ich da? Im Spiegel? Cringe is pur. Also es war doch sein Gesicht. Ich habe es falsch gesehen. Ich habe gerade gesehen, es war sein Face. What about Anna's place? Did you activate the photo reset? You are typing to delete evidence. You're trying. Du versuchst quasi Beweise zu löschen. Ich habe dir gesagt, ich habe nichts gemacht. Nennst du mich einen Lügner? Wenn du willst, dass ich ihr Foto lösche, ihr Phone lösche, warum sollte ich das machen? Um mein Vertrauen zu erlangen. Ich muss nur langsam durchpausieren. Im Spiegel war ein Vibe. Das habe ich auch gesehen. Die habe ich ganz kurz gesehen. War sie das? Aber ich glaube, das war sein Face. Ich habe gerade geguckt. Ich dachte auch, sie wäre es gewesen, aber es war sein Face. This is not the time to be pointing fingers. Nicht daran, jemandem die Schuld zuzuweisen. Was versteckst du von mir? Hast du sie geschlagen? Ich hoffe, dass du nicht meine Zeit verschwendest. Lass mal über deine Attitude reden. Was ist mit meiner Attitude? I have no time. Oh mein Gott. Hello, I'm looking for Anna. I believe this is her number. Hello? I think this is the answering machine. I'll just leave a message first. This is Detective Murillo from the police department. We received a report from one of your neighbors. She mentioned that there was a suspicious-looking guy entering and exiting your residence. Can you confirm if this is true? Call us if you wish to report a burglary. Thank you and good day. Oh. A suspicious guy, something you can, was du manchmal sehr aggressiv sein kannst. Ich bin momentan sehr gestresst. Ich bin kein Sugarcoaching für dich. Komm damit klar. You didn't hit it. Hast du sie geschlagen? Hey. Das geht zu weit, Mann. Ich würde niemals meine Hand irgendwie, ich würde sie niemals berühren. Ich würde sie niemals physisch ihr Schaden zufügen. Ende der Diskussion. Vielleicht rennt sie vor dir weg. Let's look at the facts. Lass uns die Fakten anschauen. Sie sucht nach Fakten. Sie versteckt ihren Job und ihre Familie. Sie ist verloren. Sie ist vermisst, Mann. Never mind. Mir egal. Es ist nichts. What's with all the accusation, you make your point. Maybe you are some... Vielleicht bist du irgendwie involviert in dem Ganzen.
Geschmackloser Klingelton, absolut. I have something on me, so if you want to start pointing fingers, make sure you have proof. Okay, I will. Also er will quasi, wenn ich ihn beschuldige, soll ich ihm auch Beweise schicken. Ich glaube, wir müssen noch die anderen Videos. I don't have time for this. I'm not going to entertain any more questions for you. Ja, 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 sei nur beleidigt. So, da, neues Video. Oh my god. What if I didn't? What if I just went on living a lie? And he can do it, looking me dead in the eyes. God, and he hasn't stopped texting me since. What does that mean? Does he still love me? Then why would he... You know what? I hope it's positive. I hope she's pregnant. Yeah, he always wanted a family. Now everyone's happy. Everyone's happy. Okay. Sind noch nicht mehr so viele Videos. Bin ich echt gespannt, was da noch rauskommt. Ich freue mich schon, die Videos anzuschauen. So, Spark. Tyler, hier. Gut, dass sie einfach weitermacht. 22. So. Another random thought. What if Greg killed Anna? Well, maybe kill is a strong word, but what if he hurt her or something and tried to cover it up? And all you hear from him is a lie. Huh? Also er sagt quasi, vielleicht hat er sie auch umgebracht. Greg almost got, also Greg hat fast jemanden geschwängert. Holy hell, er hat sie also betrogen. Das ist ja noch besser, als ich dachte. Schlecht. Ich meine, das hört sich sehr schlecht an. Was für ein armes Mädchen. Wer war es denn? Jolanda. Ach, was für ein exotischer Name. You know, das hört sich an wie ein Movie. Messy Breakup, Five Things Got a Little Violent, Who Knows? Also er meint quasi, oh mein Gott, hat er das gehört? Hat gerade jemand geatmet? Danke, Bugs, für deinen Sub. Oh mein Gott, da hat gerade jemand geatmet. Das ist ja voll creepy. Schreckliche Dinge, die abgegangen sind. Streit. If you should call her and ask if she around, let a second point get it straight for the source. Great idea. Hey, das Spiel wird richtig geil. Das ist ein Spirit. Now, get her, Tiger. Remember, we are here. This is necessary. Find Jolanda. Find the truth! Okay, wir müssen Jolanda finden. Hier. Confront Jolanda, Greg's behavior, find Anna. Okay. Dann finden wir jetzt die Jolanda. Kann ich die überhaupt schreiben? Nee. Die können wir doch bestimmt über Jabba finden, oder? Oder nicht? Danke! Akyukun, danke schön für dein Twitch Prime und danke nochmal an Bugs. Vielen, vielen Dank für eure Subs. Dankeschön. Sehr lieb von euch. So. Ganz ehrlich, da hätte ich mich aber auch angemeldet auf Tinder. So. Chats, Phones. Habe ich vielleicht ihre Nummer? Wer weiß. Nee. Hatte sich eigentlich... Ja, das Hintergrundbild, die hat vorher nach unten geguckt, jetzt guckt sie uns an. Voll gruselig. Nur die Nummer von ihrem Bild. Ah, stimmt. Soll ich die anrufen, die Nummer? Gallery? Hier war doch irgendwas. Ganz schön bitter, ey. Achso, sind ja voll die privaten Bilder jetzt auf einmal auch. Ja. X0405, was heißt das? Wie kriege ich die da jetzt raus? Das Foto von der Nummer? Aber wie viel kann ich die anrufen? 0405 wird es ja nicht sein. Hallo, Splaster.
Nee. Ihre Nummer ist auf einem Bild, aber die Nummer ist ja voll schlecht zu sehen, oder? Da steht ja nur 0405. Unter den Zahlen stehen noch Buchstaben. Nimm die Zahlen, die zum Namen passen. Lukas sagt, unter den Zahlen stehen noch Buchstaben. Nimm die Zahlen, die zum Namen passen. Hä? Ich warte nur, bis die Augen die Farbe ändern. Hallo Lucy, 0408. Das muss ich anrufen. Das ist voll eklig. Nee, geht nicht, sehr widerlich. Hier, wen hat die angerufen? Die hat... Warte, guck mal, wie oft der angerufen hat, der Greg. Das ist ein geiles Horrorgame. Also, ich beim Telefon, wo du anrufen kannst, da steht zum Beispiel ABC. Echt? Nee, hier nicht. Wer lebt in der Ananas? Ganz tief im Meer. Es war ein Schwankkopf. Vielleicht war es ja auch Yolanda und sie war eifersüchtig. Ja, es kann auch sein. How long will you be streaming? Hi, how are you? I think we will finish the game. Hä, doch? Was? Wo? Ach so, hier meinst du. Warte mal ganz kurz gucken. Galerie. Da ist doch hier das Bild. Also heißt es quasi, ich muss 0405 und dann Yolanda eingeben. Warte noch mal. So eine lange Nummer hat doch keine Sau. Boah, Ferrox ist ja gruselig. Geht auch nicht. Hallo, Glue-Fan. Hallo, alle miteinander. Nee, das geht nicht. Das geht nicht! Ach. Nur den Namen vielleicht? Guten Abend, der Russe. Hallo, Lilly. Gute Nacht, Frame. Nein! Hallo, it's official. Nee, komisch. Wie krieg ich denn die Nummer raus? Hä? Confront Yolanda about Greg's behavior. Find Anna. Wie soll ich die denn... Kann ich dir irgendwie schreiben? Bin voll auf das Ende gehypt. Ich auch. Dein Handy hat nur noch die Hälfte der Batterie. Scheiße. Hey, Gnuli. Komm, like mein Fussi. Hallo, Chick. Was ist das eigentlich immer für ein Atmen? Ich habe keine Ahnung. Zelda, ich werde nachher mich ein bisschen hinhauen und dann spielen wir heute Morgen oder morgen früh Zelda. Vielleicht war es ja auch Yolanda und sie war eifersüchtig auf... Ja, das kann auch sein. Hallo, John. Hallöchen, Zäusern. Weiß jemand von euch, wie ich Yolanda irgendwie... Vielleicht auch übers Internet, kann das sein? Über Jabba oder sowas. Du kannst ja Ashley fragen. Stimmt. Nee, sagt da gar nichts. Sind alle offline. Wer ist eigentlich das? Guck bei den Nummern, die sie zuletzt angerufen hat. Das war alles ich jetzt, ne? Hier.
Vielleicht ja das. Ich guck mal, was das für eine war. I am present now. I love myself. Okay, ist nur so eine komische Scheiße. Nee, die hatten niemand angerufen, außer die Leute halt irgendwie. You need to call Ferris and Kane with the correct extension code 0405. You can get the phone number in the website. You can call Ferris and Kane. Ferris and Kane. Okay, wait a sec. Ferris. With the correct extension code, you can get phone number. But from which website? Where can I type it in? Eine Nummer mit 800 ist immer Werbung. 633910 vielleicht? Gib mal den Namen rückwärts ein. Ich weiß halt nicht, wo wir das eingeben sollen. Irgendwie vielleicht Surfer? Ah, hier. Okay, here we could surfing. Ah, here. She looked at it. Okay. Mhm, Ferris and Kane. Yolanda, wo bist du? Da hat sie doch die Schuhe zurückgebracht, oder nicht? Scheiße. Ich ignoriere niemanden. Hallo Zeusern. Sign-in kann ich auch nicht machen. Wo habe ich denn sonst Spark, Ferris und Kane? Spark. Was ist mit Ferris und Kane? Shop here. Hi, Wardop. Yolanda heißt die. Mein Gott. Auf jeden Fall werde ich Simulacra 2 spielen. Hat jemand eine Idee, Leute? Wie heißt die Gesuchte nochmal? Yolanda, ja. War das im Game? Ja, Ferris and Kane Shop anrufen. Ach so. Okay. Wo finde ich denn die Nummer? Welcome to Ferris and Kane, your personal shopper directory. Press 1 to request for a shopper. Press thank you. To help us select a personal shopper for you, please indicate what you would like to purchase. Press 1 for robes and cloaks. Press 2 for dresses. Press 3 for innerwear. Press 4 for shoes. And if you know the extension number of your favorite shopper, please press the 4-digit extension number. Thank you. Your personal shopper assigned to you is Yolanda. Due to our increasing demand, we can only take a limited amount of clients at a time. After this call, please wait for us to text you at our latest convenience. Thank you for picking Ferris and Kane. Have a nice day. Thanks. Oh nein. Thanks for using Ferris and Kane. My name is Yolanda and I will be your shopper today. How many I assist you? Ach, das ist so eine, die quasi für die Leute einkauft. Ach Gott. I'm not here for shoes. Ich bin nicht hier für Schuhe. Das ist die, mit der quasi ihr Freund fremdgegangen ist. You keyed in wrong extension. No worries. Ach, hast du quasi die falschen Zahlen gedrückt? Kein Problem. Das passiert öfter mal. Ich möchte mit dir über Greg reden. Badums. Greg? Summers? Wer ist das? Wer ist da? Was will das Arschloch? Also, verstehen wir beide uns. Er hat dein Leben auch zerstört? Wie denn sonst auch? You're looking for dirt, Greg. I'm not getting involved. Ich möchte nicht mit ihm involviert sein.
Ich glaube, er hat Anna gekillt. Boah, was für eine Aussage. Boah. Warte mal. Moment, Time out. Was erzählst du mir da gerade? Ich habe vielleicht gerade ein bisschen übertrieben. Oh, see it, okay. If you simplify that, also glaubst du, er hat Anna etwas angetan? Ich zweifle sehr daran. He didn't even have to, er hat nicht mal die Eier, irgendwie sowas jemandem face-to-face zu sagen. Er ist ein Chicken. So, also habt ihr zwei gedatet? Ah. More like a side girl, booty call. Ich war mehr als so ein side girl. Okay, he cheated. Er ist fremdgegangen. Oh ja. Ich war nur dabei, etwas Fun zu haben. Aber, but having a girlfriend all this time. Ich wusste nicht, dass er nebenbei eine Freundin hat. Als sie über mich rausgefunden hat, hat all hell broke loose. Und er endet, und ich endet, endet ab, und ich endete damit, dass ich wieder das andere Girl war. Wurde er gewalttätig? Nein. Er ist nicht der Schlägertyp. Als es darum ging, sich zu entscheiden, ist er natürlich zu Anna gegangen. Und ich, aber voll krass, dass sie mir überhaupt direkt vertraut, oder? Sind wir am Spiel bei uns zu Hause? Ja. Hallo, der Schattengottes, grüßt euch alle. Wir sind gerade ein bisschen im Game drin. Tut mir leid, wenn ich gerade nicht so im Chat eingehe. Hallo, Christian. Ich bin gerade so wissbegierig. Hey, Yolanda. Got your text. So, you know, now that the scare is over, I think we should stop seeing each other, like, immediately. It's not just that it's, you know, it's been fun, but I haven't been completely honest with you. I have a girlfriend, and I want to make things work with her. We agreed to keep it casual, right? I hope you're not mad or anything, eh? No hard feelings. So eine Sprachnachricht schickt doch niemand im Leben, oder? Es macht jetzt alles Sinn. Jetzt hast du deinen Dreck. Sind wir also hier fertig? Und am Ende des Tages denkt er an sie. If only he knows how to show it. Now everyone thinks, jeder denkt, ich bin eine schlechte Person. Es ist nicht deine Schuld. Sie wusste ja nicht, dass er eine Freundin hat. I knew. Ach so, ich wusste, er hat eins. Okay, Schlampe. I would stop immediately. Ach so, sorry. Sie hat gesagt, wenn ich wüsste, dass er eine Freundin hat, hätte ich sofort aufgehört. Dumm von mir. Okay, doch keine. Sie wusste es nicht. Alles klar, kann man nicht wissen. Dumm gelaufen. Was ist hier für ein Post? I miss the days where opinions can only go as far as you can tell. Hier. Oh shit. Yolanda hat mich angerufen. Da ist ich habe eine Erklärung dafür. Nein. Es ist mir egal für deine, es geht mir nicht um deine Entschuldigung. Du hast eine Linie durchquert. Sie ist richtig sauer auf mich. Du hast sie in diese Scheiße reingezogen. Ich musste sicher gehen. Jetzt no joke, ich habe gerade ein Klopfen bei meinem Fenster gehört. Oh mein Gott, not Eddie. Hallo Felix, es war nicht bei uns. Ich habe Anna betrogen. Jetzt ist es aus. Würdest du bitte aufhören, in unserem Leben rumzugraben und wieder back on track zu gehen? Also quasi weitermachen. Only, nur wenn du mich nett fragst. Jetzt hör auf damit. Für Anna considered that this was his face from Spark is just digging. Ist dir noch nie aufgefallen, dass der Typ vielleicht von Spark irgendwie etwas rauskriegen will? Weißt du irgendetwas über ihn? Er macht halt schlechte Witze. Oder kann man joke about something going missing? Welcher Arsch würde denn schon Witze darüber machen, wenn jemand vermisst wird? He did sidetrack investigation. Hallo Karma, hallo Torben. Das ist nicht Ayubuki, nein, so pointing the finger. Also ist es gut, wenn man quasi mir die Schuld zuschiebt. And you said that I'm the only things to... Und du glaubst, ich bin derjenige, der etwas zu verstecken hat? Ich wäre nicht überrascht, wenn er derjenige wäre, der etwas zu verstecken hätte. A nice guy für Overlooks. Du hast eigentlich, bist also anderer Meinung? Spark
Related Crimes. Arzt schickte mir was, das quasi hier über Spark voll viel Crimes geschehen. Spark-related Crimes saw as increasing number of felons use dating apps to target victims. Ja, 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 wir kennen das alles. Glaube ich jetzt aber nicht. There's like the button that brings out the registry site. Could be a fake news. Warte mal. The chief excuse next panel, while performs of Spark are making to be easier busy people. It's concerning to see the rise in numbers of crimes involving. Also es geht quasi darum, dass sie denken, oder er jetzt sagt, es könnte ja auch der von dieser Website Spark sein, von der Dating-App, weil anscheinend auch die Nummer der, die Zahlen der Kriminalität sehr hoch gegangen sind, seitdem es quasi Spark gibt und viele versuchen dort halt quasi Opfer zu finden. So, the registry is real. You said that Anna matched with several people on Spark. Also du hast gesagt, dass Anna mit mehreren Leuten gematcht hat. Anna's Notebook mentioned that she's, also Anna's Notebook hat gesagt, dass sie sich mit jemandem getroffen hat. Könnte das irgendwie zusammenhängen? Punch in all the names of her Spark matches. See what you can find. Okay, ich muss jetzt... Ah! Mann! Du hast einen Sub übersehen. Oh, mein Herzi. Oh nein, hat jemand gesubbt. Oh, Karma, dankeschön. Alle Kinder spielen draußen außer Mona, die hat Corona. Dankeschön, Karma. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Boah, was für ein dummes Spiel. Oh, ein neues Video. Love is being there. Love is being honest. Danke, Lukas, für dein Cheer. Love is being belonging. Love is patience. Love is okay. Okay, okay, okay. Ja, und dann kommt noch der Pat. Der Pat Matthews 24. Alle noch voll jung, ey. Okay. Girl, put your records on. Tell me your favorite song. Nee, 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 nee. Okay, wie heißt der? Tyler? Ja. Ja, nichts gefunden. Mit A. Found 6 Matches. Oh mein Gott, was? Disclaimer. This information is made available. What? Wie komme ich da jetzt lang? Ah, es gibt doch sicherlich viele Pereiras oder Pereiros. Wie kann ich das öffnen? Age 22. Wo kommt der her? Springwood. Record found Tyler Perez Springwood open on gross lewdness and lascivious behavior, indecent exposure and public sexual ill. No. OMG. This is not sexy. Is everything alright? Is Greg giving you any ideas? I got the dirt on Greg. I spoke to Yolanda. The girl he cheated on with. You did it, buddy. So what is it?
He's much more coward to hurt Anna. Er ist mehr eher so ein Typ, der Anna mehr gehört hat. Seriously? Das hat sie gesagt? Ich denke, meine Theorie, dass Anna verschwunden ist, ist stimmig. Er ist ein Arschloch, aber kein Krimineller. Bist du sicher? Ach, das habe ich nicht volllabern. Hier, was ist das? Someone walked by me on the sidewalk and said hello, freak. What the fuck? Can your source even be trusted? You're too obsessed with Greg. Du bist zu sehr auf Greg fixiert. Obsessed ist ein sehr starkes Wort. Ich denke, dass er etwas versteckt. Wieso wie du? Ich verstecke nichts. Ich möchte sie nur finden. Ich habe etwas zu sagen. Boah, you have eine registrierte Sexorder. Oh mein Gott, es hat gerade geklopft. Boah, shit, jetzt weiß er, dass ich das weiß. Shit. Ich wusste es. Du hast die verdammte Registrierung gefunden. Ich weiß, es sieht sehr schrecklich aus. A guy on Spark being a sex offender is a bad... Also in Spark, also ein offensichtlicher, ja, ein Vergewaltiger zu sein. Aber hör mich an. Also jemand, der halt andere sexuell belästigt. Game over, fuckface. You have 5 seconds. Okay. Oh Gott, Leute. Okay. Ich mach's schnell. Oh nein, schickt eine Sprachnachricht. Ich weiß es. Er wird eine Sprachnachricht schicken. Nur in diesem Spiel gibt es verschiedene Endungen. Scheiße, ich krieg bestimmt wieder die schlechteste. Ein Sub ist reingekommen. Oh, Moment. Ich hab das voll verballert. Was kam denn da rein? Sub? Sub sagen alle? Sub? Ich habe keinen Sub gesehen. Oh, Dankeschön, Alani hat einen Sub verschenkt. Und zwar an Barney. No, Dankeschön. Das ist ja voll lieb. Vielen, vielen Dank. Oh, wie cute. Ist Barney da? Okay. Just keep it short. Halte ich kurz. So. Es war alles ein Missverständnis, natürlich. Jemand hat mich erwischt, wie ich meine Hose unten hatte im öffentlichen Place. End of the story. Ich habe meine Meinung geändert, erzähl mir mehr. Oh. Ach, deswegen hat er quasi eine Anzeige bekommen. Wahrscheinlich war er dicht. No, Alani, danke schön. Das ist mein Cutter. Du hast meinen Cutter einen Sub geschickt. Vielen, vielen Dank. Voll lieb. The bathroom was closed on the floor I was on and the next one was really... Kennst du das Spiel, Alani? So, okay, I was at a mall. Ich war in der, im Einkaufszentrum und ich hatte ganz, ganz viel Iced Tea, bevor ich pissen gegangen bin. Also viel getrunken. Das Bathroom, die Toilette war zugesperrt. Und ich musste halt schnell aufs Klo. I see where this is going on. Er hat halt in der Öffentlichkeit gepisst mit Hose unten. So, also I went into the Starway and peed there. Und dann kam diese Frau mit ihrem Kind und ich war exposed. So, also war es ein Unfall? Ja, die Amis sind ja bei Nacktheit ganz arg streng, gell? Alter, hau mich weg. Schlaf schön! Ich bin schon über 4 Stunden im Stream. Come on, you can trust me. Said everything guilty person, sagt jede schuldige Person. I'm not! Ich nicht. Ich weiß, es klingt seltsam, aber hier geht's nicht um mich. Ich muss meinem Instinkt folgen. That I'm particularly branded. Ich bin für immer gebrandmarkt. Weißt du eigentlich, wie schwer es ist, einen Job zu finden? Das klingt wirklich schrecklich. Ja. Ich habe immer meinen Kopf nach unten gehalten. Ich habe verkackt. Wenn ich etwas falsch mache, gehe ich direkt in den Knast. Ja. Jetzt genug gelabert hier. I knew I can count. Ich weiß, dass ich auf dich zählen kann. Okay. Also er möchte, dass ich es nicht sage. Boah, das ist schwer. Hallo Johannes. Das ist jetzt schwer. Oh, ich habe Anruf bekommen. Oh, scheiße. Did you lie to me? Oh, fuck. I just told you not to tell anyone. Ich habe niemandem irgendwas gesagt, ey. I'm a Pauna, nice, der Echte. Dankeschön für deinen Sub. Vielen, vielen, vielen Dank. Hallo, Fadum. Dankeschön. Wieso gehen meine Sub-Alerts nicht? Ich muss nachher mal gucken. What the hell? Did you lie to me? I just told you to... Ich habe doch... What's wrong? Greg. He added me on Jabba. Oh, he's... Finally, er ist sehr gepisst.
Wie konnte er mich finden? Ich hab ihm noch nicht mal was gesagt. Weißt du? Ich bezweifle das. Oh shit, er hat mir jetzt meinen Phone geaddet. Oh, Greg, was? Bastard? Was ist denn das? Oh, der hat uns in die gleiche Gruppe gesteckt, Tyler. God, you know, it's a sex maniac. What is this? Er hat uns in eine Gruppe zusammengesteckt. Woher hast du meine Nummer? Halt's Maul. Ich bin der Einzige, der mit Anna zusammen sein soll. Oh Gott, that escalated quickly. Hallo, Alja, moin. Hallo, Fartifo. Jetzt bin ich gespannt. How the hell, wie hast du meine Nummer bekommen? Das Internet ist sehr reich an resourceful place. Also du findest alles im Internet. Wow, cheating to stalking. Can someone hand him the best boyfriend? Kann jemand bitte ihn den besten Boyfriend der Welt nennen? Boah, what I do in my private life. Was in meinem privaten Leben macht, geht dich nichts an. Du bist derjenige, der fremdgegangen ist. I think you guys are missed the point. Ich glaube, ihr guys checkt nicht, worum es eigentlich geht. Wir sind alle rund um Pork. Shit, brains, shut up. Look, man, schau mal. Anna möchte weitermachen und du musst das respektieren. She would be better with literally anyone. Sie wird buchstäblich besser dran sein mit jemand anderen als dir. So, Mister, I can't keep my pants up. So, Mister, ich kann meine Hosen nicht oben lassen. wie geil. At last, I don't know. Oh Gott, Leute, ey. Eats Popcorn ist ja geil. Aren't you gonna say something? Möchtest du nichts sagen? I'm not done. Ich bin jetzt noch nicht mit dir fertig. Was ist mit Anna? Wenn du sie angefasst hast. Wieso denkst du, dass ich sie jemals überhaupt getroffen habe? Sie hat jemanden on Spark getroffen. Bist du jemals davon ausgegangen, dass es buchstäblich 1000 andere gibt, mit denen sie sich treffen könnte? Natürlich. Aber ich fange mit dir an. Ja, das ist sehr smart. Ich möchte sie nur zurück. Das ist ein schlauerer Weg, um das zu machen. Wieso verwende ich verständlich meine Zeit? So, jetzt wo du es klar gemacht hast. Wollen wir nicht alle etwas? Das gleiche? Verschiedene Gründe? Endlich haben wir die gleiche Meinung. Nein, ich habe nicht die gleiche Meinung mit dir. Es ist nicht meine Schuld, dass sie dich verlassen hat. Komm mal runter, Greg. Ich will nicht runterkommen! You're going to be like, this is fine, I can't prove that ich kann beweisen, dass ich Anna nicht getroffen habe. Jetzt bin ich gespannt. My Spark Messages. It's all there. Meine Spark Messages sind alle da. I will prove that Anna and I never planned to meet. Er erzählt die Wahrheit. Das stimmt. Ich dachte auch nicht, dass sie sich getroffen haben. Oh mein Gott. Du bist die Einzige, die ich schreibe und nur du hast die zu mir. Sagst du was? Hast die? Was passiert? Der musste kurz weg. Ach, ist voll das geile Spiel. Genau, Alina, habt ihr für Alani. Spielst du das Spiel auch? I can accept it, will have to be proved. I think you are onto something. If we do, we might be able to know who she might can spark. Damn, that's true, finally. Focus on what? Ey, das ist so anstrengend, die ich schreibe. Ich lese, schreibe halt keine einzige WhatsApp-Nachricht mehr, Mann. Ja, jetzt sagt er jetzt, endlich habt ihr es mal geschnallt. Shut it. I'm not getting along with him. Ich werde nicht mit ihm irgendwie zusammenarbeiten. Hey, es war meine Idee. Vielleicht können wir sie irgendwie zusammen anrufen. Frag mal rum. Ob du vielleicht irgendwann mit dem Computer was machen kannst. I say, I will just walk around. Let's walk right in. Okay. Oh no. Wir sind gerade schon ziemlich in Problemen geraten. Wenn du so eine große Pussy bist, dann nicht. Sie arbeitet in einer Sicherheitsfirma. Glaubst du, ich werde jetzt einfach reingehen? Zweifelst du etwa an mir? Ich überlege nur nach Alternativen. Beide von euch haben gute Points. Nein, das Spiel sagt mir gar nichts. Muss man unbedingt ausprobieren. I've done listening to you. I'm just going to walk in and get the job done. Plain and simple. Das ist dumm. Also will quasi einfach in ihre Sicherheitsfirma gehen und fragen, wo sie ist und es klären. Und der Tyler sagt aber, er soll es nicht machen.
Sie hat keine Freunde, die auf der Arbeit. Und was glaubst du, dass du so einfach in ihren Computer kommst? Sie wollen quasi in ihren Computer in der Arbeit. Ich glaube, oh Gott, welche AD ist besser? Die von Tyler oder Greg? Also Greg möchte, dass wir quasi in die Arbeit gehen und einfach an ihren PC gehen in der Arbeit. Und die Tyler-Seite ist, dass man einen anderen Weg findet. Stimmt, was ist, wenn der Akku leer geht? Das ist schon eine gute Frage. Dein Akku wird knapp. Ach, kann es auch sein, dass das Handy ausgeht, oder wie? Schauen wir auf das Profilbild in der Gruppe. Busted, ja. Er sagt ja, eingesperrt. Akku, Tyler. Okay. 2-4-1 favor. That's how Demokratie. So wirkt Demokratie. Ich fühle mich, als würde ich berühmt werden. Fein. Ich spiele keine Games. Ich gehe trotzdem. Super. Aber wir machen so viel Fortschritt. Ich arbeite nicht mit so einem komischen Typen wie dir. Ich werde jetzt Anna finden. Alleine. To get back up from her workplace. So, I swear. Kannst du bitte... Oh, ich hasse es, wenn Leute so einzelne Nachrichten schreiben. Das ist so fürchterlich. Bing, 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 bing. Anstatt eine einfach nur... Greg left wie so eine Pussy. Das hasse ich, wenn das jemand macht. Ich hasse auch, wenn jemand mich aus, einfach aus... Wie so eine beleidigte Sau einfach aus Gruppen rausschmeißt. That was exciting. Oh mein Gott. Look, sorry for the outburst. It's not meant for you. I just want to make things right. And I gotta do it on my own. If we met under other circumstances, maybe we would have got along. I doubt it, but there is a possibility. There, I said it. Er hat sich entschuldigt und meinte, hey, wenn wir uns sogar kennen würden, vielleicht wären wir sogar friends. Did you manage to check her emails? Her boss ist ein Arschloch. Not the boss. You won't have any leverage. Sure, there isn't anyone else. There's a guy who's... Also ein Typ, der sie belästigt. Harassment? Nailed it! Can we use this? Können wir das benutzen? Are you up for some backmail? I think what you're thinking... Ich denke das, was du denkst. Use the email against him. Tell him that you are turning him in. Threaten him. Make him feel bad. I don't know! Ask him to do a binding in the exchange for the harassment mail. I can work with that. Okay. If he is the contract, he gets started. Okay, da müssen wir zu der Mail. Was will denn der jetzt schon wieder? Wow, Mann! Hört mal auf, mich die ganze Zeit anzurufen. It works. Sorry. No need to respond. Just want to try to call Anna's phone. Moment. It's working. Moment, Leute. Been trying to get it and I finally did. I guess next is to find her. Yeah. So yeah. Bye. Wieso konnte er mich jetzt ohne Probleme anrufen? Still creeping out Annas phone. I'm enjoying this habit. It's a necessary evil. Wieso ist er durchgekommen ohne Probleme? The only evil here is you. Wie konnten wir so weit kommen? Du hast gesagt, Greg ist zu ihr nach Hause gegangen. Hat er irgendwas gefunden? Nein. Useless. That is all. Let's go for walking. Ach, lass mich doch in Ruhe. So. I suppose you got nothing else? Sie ist in ein Spark-Date gegangen. Ja, das ist sie. Oh Gott. Denkst du sie? Fuck. I think the one who told her to use it. Das ist alles meine Schuld. Mach dir keinen Vorwurf. Here... I am a mess. And some stranger is confronting me. Just can't sit around anymore, unlike you. I'm going to do something. Okay, jetzt will sie aussuchen gehen. Sie hat sie quasi zu dieser App ermutigt und gibt sich jetzt Vorwürfe. Die Ashley, sind eigentlich deine eigene Ladescreens fertig? Noch nicht. Dauert leider noch. So, I don't get it. Being with an icon or... Okay, dem schreibe ich jetzt. Hello, lover, bye. Greetings, Murph. Anna, voll die Psychopathen, das hätten die nichts anderes zu tun. Where have you been? Everyone's been looking for you. I need a favor. You never asked me for anything before, what gives? Can you restore my phone data from my PC? I need you to get a phone backup from my PC.
Using another employee's PC is against policy. Also jemanden anderen sein Mitarbeiter sein PC zu benutzen ist gegen das Gesetz. Also es ist quasi so, der arbeitet bei mir, der Murph, und der ist ein Stalker und jetzt wollen wir, dass der quasi an ihren PC geht. What can you do it for yourself? I am caught up with something. Bis nicht in Nachrichten, wo sie Tyler die Nummer noch nicht gegeben hat. Wieso konnte er sie anrufen? Die hat er jetzt gehabt, weil wir zusammen in der Gruppe waren. Du bist nicht Anna, bist du? Fuck you. Ich werde nichts sagen. Wird dann. Möchtest du mir, dass ich deine dirty E-Mails alle blackmail? Ist das, was gerade passiert? Du weißt, dass ich dafür Probleme bekommen habe. Willst du immer noch Access zu Annas PC? Ich werde es nicht tun. Was ist, wenn ich deine E-Mails an den Java poste? Oh, seine E-Mails zu ihrem Chef. No. Okay, ich werde es machen. Es ist sehr schwer, einen Job in diesem Bereich zu bekommen. Ich brauche ihr Passwort. But HR will text your phone to verify. You have to pretend to be Anna, otherwise they will. Du musst das aus so tun, als wärst du Anna, sonst I'm a pro. Vielleicht heißt der Typ gar nichts Tyler, sondern Jeff. Ah, hier. Got your password requested. But I didn't see you today. Is everything okay? I was out with a client just now. You couldn't recognize me because of my new haircut. I was in and out. If you're not feeling well, just take the day off. Before I reset your password, can I run something by you first? Anything. Sie möchte mein Passwort resetten. The report you handed to me last night, I finally got it. And the result? Ich habe gute und schlechte Nachrichten. It says that you are making an official sexual harassment report against Murph. What? Yup, that's the one. Ach du Scheiße, ich habe ihr das schon gesteckt. I brought this up with my manager. And he told me, tell you too seriously. Du solltest wirklich daran denken. Unsere Company bekommt dann wirklich einen Skandal. Okay, also quasi, Anna hat schon ihr anvertraut, dass dieser Murph sie belästigt. Und sie sagt gerade, sie soll es wirklich überlegen, weil halt die Firma darunter echt leiden würde. Das ist ja lächerlich. Okay, alles klar. His words, not mine. Also der Chef hat gesagt, ach, dann tun wir den einfach in den das ist nicht so schlimm und so. So he suggests you drop the report while he will have to talk with Murph. Also ich soll denn die Anzeige zurücknehmen, dann wird quasi der Chef mit Murph reden. Voll lächerlich, ne? Also ich kann jetzt sagen, soll ich jetzt sagen, dass sie den Report melden soll oder dass ich alles von dem Boss tue? Das dürft ihr jetzt entscheiden. Ich glaube, das ist... Was meint ihr? Anything for the boss, alles für den Boss oder Gerechtigkeit ist wichtiger? Alles für den Boss, sagt ihr? Okay. Alles klar. Aber wenn du mich fragst, ich hätte mich selber verteidigt. Aber ich verstehe, was du meinst. Ups, fast vergessen. Ich habe dein Passwort resettet. See you at BBQ. Okay. Passwort ist resettet. Oh, bei mir ist alles dunkel. Got the reset and I'm in. So. Weißt du, was du zu tun hast? Yeah. Ich mach das vorn Backup. Gib mir eine Sekunde. Gerechtigkeit. Boss. Ihr wisst das, wenn ich Boss mache, wahrscheinlich in irgendein Special Ende kommt, oder? Gonna take a while to complete. Ich verstehe nicht, was losgeht. But you're not the only one who wants access. Du bist nicht der Einzige, der an diesen Computer möchte. Ist da noch jemand anders? Ja, ich warte für den Reset. Ein komischer Typ kam bei demanding to use... Ah, da kommt irgendein komischer Typ kam und wollte ein anderes PC... He caused quite a sense and security took... Ach, das war der Greg. I don't know that person. Der Greg wollte rein. Barring he's a bad idea. Security won't let him so easily. Finally. It's done.
Okay, System Restore. Okay. Oh mein Gott. Was passiert jetzt schon wieder für eine Scheiße? Oh nein, der schreibt schon wieder. Gefunden. Ich werde kommen näher. Time hurry. Off she running needed to out is you. Okay. You need to hurry, oder? Da fehlt noch ein Off. Time is running out. She needs you. Hurry. She is running. Aber da fehlt ja noch ein Off. She is running out of time, genau. Dankeschön. Danke, Leute. Kannst du mir helfen? Finde mich. Is answered in Spark. Answer is... Ah, the answer is in the spark, oder? So. Die Antwort ist in Spark. You gotta give me more than that. Du musst mir mehr Infos geben. She met me. Sie hat mich getroffen. Sie hat mich getroffen. Es! Ich bin nicht drin. This is not me. Find me. Find it. Lebt sie noch? Time is short. If you fail. Zeit ist kurz. Will fate my share. She will share. Wird sie mein Schicksal teilen? Okay. Alles klar. Oh, das Gesicht noch. Geil. Danke, Leute. Ja, süß. Tot. Okay. Was soll denn das heißen? Work sucks. Ach du Scheiße, ist das ekelhaft. Chats, ihr habt doch irgendwas geschrieben. I will leave you be. Hey, Ah, das war ja das. Message. Make I will you profile for you. Ah, I will make a profile for you. Ah, da hat sie mich quasi beredet, mich bei Sparks anzumelden. Okay. It's gonna be fine. It's gonna be fun. I'll take care of everything, okay? I'm gonna make you a profile so good that even you would date yourself. I don't know if I really want to. I know I could date, but it feels like those apps are just objectifying anyway. Dismissing people like an emperor at the Colosseum. Except, I guess they get no chance to fight because you're just looking at some stranger's selfies, wondering if that's really their dog or if his ex took the photo.
Okay, also sie hat quasi überredet, dieses Profil anzulegen. Sorry, almost there. Okay, I was doing an errand and it turned into a longer thing than I thought. Just stay put at the door, I'll be there soon. Okay. Hier, Schrotsch ab. Did you get a backup? Yes, I got it. Ich hab das Backup. Ich hab alles, was du gesagt hast, was du mit hast, gesagt hast, kann ich jetzt gehen? Trust you are going to keep my Anna Chats with a secret. Kannst du bitte die Anna Chat Secrets für dich behalten? Oh mein Gott. Ja, werde ich. Danke. Ich werde mich nicht mehr bei ihr melden. Solange du es nicht mehr wieder machst. Ja, ich werde mich raushalten. Sehr gut. So, was gibt's denn hier? Wir haben ein neues Video. Okay, look at this. Look at this crap. This entire email is in the subject line and it's all in caps. That's just rude. Like, internet rude. God, and my dumb colleague won't stop texting me. But not. Oh God, I cannot wait to leave there. And work with animals. Yeah, because animals don't treat me like garbage. Still waiting on my vet school application though. Hope I get it. Okay. Chats. Busted. Did the blackmailing work? Yes, somewhat. So. Also hat es geklappt oder nicht? Hast du das Past Bug Message? Just read all of them and find out who Mana meets exactly. Okay, ich muss sie jetzt noch lesen. Okay, ich muss jetzt quasi lesen. Ja, yeah, ich hab's gehört, dass du in ihren Workspace gegangen bist von Greg. Ja, yeah, fuck, I slipped up. How the heck I know that someone else will be... woher weiß ich, dass niemand anders an ihren PC war? Du hättest mich zuerst fragen sollen. Gute Nacht an alle! Why do I need... wieso brauche ich von irgendjemandem eine Erlaubnis? Das ist echt böse. Die Cops sind jetzt involviert. Murph hat alles sehr klar gemacht. Das ist der Guy... Was? Dieser Typ war an Annas Tisch? Was zur Hölle? Dieser Psycho. Bring bloß nicht die Cops damit rein. Wir können nicht noch jemand anderen brauchen, der es auf mich abgezielt hat. Du bist safe. So. If someone happens to me and I'm dragging you down as well. Wenn es mir passiert, werde ich dich mit runterziehen. Voll der Arsch, ey. Okay, jetzt gucken wir mal in Jabba. Ob wir da jemanden finden. Hier. The sexual assault allegation of the director have founded due to lack of evidence. Okay, wir gucken mal in Spark. Jetzt kann ich... Ach, guck mal hier. James recovered. 166. Der war gelöscht. Fuck this night. Schlaf gut, du mich. Mein Gott, nur sie lächelt im Hintergrund. Oh mein Gott, die Hintergrund hat sich wieder geändert, sie lächelt. Oh, das ist ja richtig gut. Das wäre mir nicht aufgefallen, ne? Wahnsinn. Spark six ways to globalization. I will till you're done. Ja, bitte. Okay. Hier. James. Let me guess. Cat person? Too easy. Okay, mit dem hat sie sich getroffen. 22. Works at the Preshwell. I have called him metrosexual, but it's not what you think. I'm not attracted to trains. War der schlecht. Oh Gott, das ist ja voll viel. Also es ist das Ende, glaube ich. Wir haben so viel geschrieben. Speak soon. You should really record. You don't sleep too. Not for anybody challenge. Hier. Isn't it... Tell you what, I will teach you how to apply your college like a pro. Isn't it just filling up forms? How? Okay. Message. Meet. Ah, okay. Meet me this weekend. Treff mich dieses Wochenende und ich werde es dir zeigen. Hallo Lerpe, ach mega, das gute Spiel, das haben mir die Gnus schon voll lang empfohlen und ich hätte nicht gedacht, dass es so cool ist. Wir haben quasi ein Handy von einer Frau, die vermisst ist, bekommen und müssen jetzt quasi rausfinden, wo sie ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ist. Oh, ist das alles frei oder wie? Hm. Fine, but you really better actually, can I think through? Wow! Hello, can you hear me? This is Detective Murillo from the police department, again.
One of your colleagues reported that someone is attempting an unauthorized access to your work computer to retrieve some sensitive information. This is a case of corporate espionage, and we have reason to believe that a man named Greg Summers is behind it. I'm informing you that your personal data has been compromised, and that Greg is now wanted for questioning. If you have any information on his whereabouts, please contact me on this number. Thank you, and good day. Depends on my mood. Fine, we'll find out myself. Saturday night, 7 a.m. uptown. You're lucky, that's good time for me. See ya. See ya soon, by there in an hour. Okay, also hier, mit dem hat sie sich getroffen. Okay, alles klar. Warum war denn der Verlauf weg? Warum kann ich das jetzt niemandem mitteilen? Muss ich jetzt mal gucken, ob er irgendwelche Sachen verbrochen hat? Könnt ihr mal kurz seinen Namen aufschreiben? James Allner? Allner! James Allner! Gucken wir mal, ob wir was von dem finden. Wie geht das gerade alles so schnell? Gerade auf Englisch ist geil. Weiß jemand, wie lange das Spiel noch ungefähr geht? Fragt der Elmas. Ja. Ne, nichts gefunden, okay. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Oder irgendwas, was ich hier übersehen habe an Text? Ah, hier ist noch irgendwas. At keeping Cassie, dismatched as girl with I now met. Hallo, alle miteinander. Hallo, King. So, was? I matched. Blah, blah, blah. So, I also matched with a girl named Cassie. Ist das das Spiel mit dem Handy? Ja. Ist das Spiel dann vorbei, wenn der Akku aus ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, der geht nur runter, je nach Spielverlauf. Hallo, Jadiga. Ah, match with this girl. Dankeschön, Igunas. Nee, tatsächlich nicht. Wahrscheinlich umdrehen. A match with this girl known. Nee, hä? I matched with this girl named Cassie, also known as... Nee, irgendwie nicht. Komisch, warum ging das denn nicht? Seltsam. Okay, danke schön, ihr Lieben. When I first started out, I matched with a girl named Cassie, also known at keeping this Cassie. She's cool, but she's like someone big social media person, something. Okay, hat davor schon mal jemand gemietet. Wahrscheinlich müssen wir gucken, ob die noch lebt. Okay, dann kommt das nächste. You might have off talent backstory guessing on unnatural.
Lalalala. Ich bin langsam zu müde. Bestimmt müssen wir jetzt dieses Mädel finden und finden heraus, dass sie weg ist. Cassie hatte einen Kommentar hinter sich, also war das kein... Ach so, okay. Ja, ich hab's am Anfang richtig angegeben, hat's aber nicht genommen. Hallo, Pingu. Ich glaube, das ist nämlich der... Jetzt müssen wir schon gucken, ob diese Cassie noch lebt. Schon kommt raus, dass sie weg ist. Sie verschwunden ist. So, you have an agility talent. Oh mein Gott, ich dachte gerade, das wäre bei mir. Oh mein Gott. Of guessing my backstory. Oh mein Gott, ich dachte gerade, das wäre bei mir. Okay. Hier ist noch was. My at still fresh open his ideas. Oh Gott. Hallo, Knechtenfee. Oh, bin ich gerade erschrocken, ey. Diese Geräusche, schrecklich. Fürchterlich. Hallo, Mohammed. Fürchterlich. Mohi, Mohi, Mohammed. Mohi, Mohammed. Mohi, Mohi, Ma. Ich komme gerade in deinen Stream rein, höre das direkt. Ey, mein Herzi. Hallo, hello. Hey, Julie. So, hier. Dankeschön, my position at fresh ideas is still open. Dankeschön. Ich muss quasi alle Spark-Messages durchgehen. Die hat quasi Tinder, hat dort auch mit Typen geschrieben. Wir wissen nicht, ob da sie einer umgebracht hat. Und genau, jetzt habe ich ihr gesagt, dass wir den James Allner gefunden haben. Mit dem hat sie geschrieben. Und mit dem hat sie sich nämlich auch getroffen. Er hat, he met keeping Cassie before Anna. No way. Ach, kennt er die? What a player. She's like a she's a celebrity in Jabba. I hope she's alright. Okay, dann können wir die ja bestimmt suchen. Alles klar. Es geht nur um das Handy. Es hört sich voll komisch an, aber es ist echt geil. Ich dachte auch einfach so, ob das cool ist, aber es ist echt geil. Und vor allem bekommt man auch voll oft richtige Jumpscares, die man gar nicht erwartet. Also es ist geil. Okay, he works at, also er arbeitet in einer Design. Okay. That's pretty cheesy. Maybe someone there can tell us what's up with him. Looks like we got enough to start with James Fellow. Okay, dann müssen wir den jetzt... Ich glaube, dass sie noch am Leben ist. Bist du die echte Gnu? Ja. Yeah. Dankeschön, Hinterrüse. Das ist sehr lieb. Bei mir ist es jetzt 10 Uhr. We got this far. Am I right? I got a bad feeling. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Das hilft uns nicht. Wir müssen schauen, was wir haben. Du hast die meisten Resources auf ihrem Handy. Ich glaube, wir müssen Cassie erstmal finden. Am besten rufen wir bei ihm mal auf der Arbeit ein. Suchen noch ein bisschen weiter mehr über ihn. Okay, dann gucken wir erst nach Cassie. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn die doch so ein Celebrity ist, ob die so eine Instagram-Tante ist. Bei mir ist es jetzt morgens. Ich bin schon einen Tag weiter. Hallo, Hasi. Wir sind die Schwaben. Maybe they have something on this James person. Okay, lass mal gucken. So, wir müssen jetzt erstmal was über die rausfinden. Wie hieß die nochmal? Die hieß doch... Cassie. Hier. Da noch was geschrieben. Something to think about. I fear the day the technology will surpass our human interaction. Also, ich habe quasi Angst, das ist voll lustig, dass er das gesagt hat, genauso es gekommen ist, dass irgendwann die Technologie, unsere neue Kommunikation wird, the world will have a generation, also die Generation wird aus Idioten bestehen, hat er gut vorgesehen, vorbeziehen. Grüß dich, Meister, hallo! Ein Hoch aufs Schwabeländle, Leitz. Mauldeschle für alle. So, jetzt gucken wir mal, ob ich die irgendwo finden kann. Die kann ich hier wahrscheinlich nicht finden. Testimonials. Ach, kannst du sogar Testimonial haben. Jabba, muss ich die nicht hier irgendwo finden? Hallo, Effe. Edgar. Oder muss ich mit ihm nicht irgendwas noch schreiben? Nee, er sagt mir gar nichts mehr. Er sagt mir auch nichts mehr. Okay, wie finde ich, wie geht's jetzt weiter? Find out more about James. Find out more about James through Cassie. Okay, die Cassie. Wie kann ich die Cassie jetzt irgendwie finden? Eigentlich doch über Spark, oder? Aber die finde ich wahrscheinlich gar nicht. Hallo, Boja. Hallo, Sancho. Hallo. Oh, ich muss ja noch mein Ding ändern. Fällt mir gerade ein.
Mein Titel. Horror. Spielt Moya jetzt. So. So. Okay, Kinos. So. Vermisst du Spätzle in Australien? Ja. Auf jeden Fall. Guten Abend, Dennis. Du hast gestern auch vergessen, den Titel dazu zu ändern. Echt? Ich habe den doch dazu gemacht. Ich glaube, das seht ihr dann nur nicht, weil ihr quasi neu laden müsstet. Aus welchem Bundesland kommst du eigentlich? Wo du vor Australien gewohnt hast? Aus Stuttgart. Und du? Aus Stuttgart, aus Baden-Württemberg. Hallo Iron, hallo Yare, Dari, hallo Openini, hallo Vanni. Okay, weiß jemand, wie ich jetzt diese Cassie finden kann? Sie ist ein Star von Jabba, hat er gesagt? Oder sie ist... Sie ist... Er hat doch gesagt, sie ist eigentlich... Pretty cheesy. Ein Jabba-Celebrity, okay. Dann muss ich sie doch irgendwie hier finden. Übers Internet. Hi, Rivi. Hallöchen, Sans. Grüßt euch alle. Kennst du Schwerin? Ah jo, na klar kenne ich das. Stuttgart ist eine nice Stadt. War da mal mit dem Porsche-Museum. Oh ja, das ist geil. Ich komme aus Leipzig. Bin auch für Tim nach 4 Jahren nach Braunschweig gezogen. Ach, Leipzig. Ja, das kenne ich auch noch. Da war die erste... Habt ihr das gehört? Da war die erste Leipzig-Ding. Alle von Anni. Was? Da war die erste Ding Leipzig Gamescom-Messe 2008. Was? Nee, was war das? Habt ihr das nicht gehört? Hat jemand geatmet, Mann? Die weint. Okay, was finde ich jetzt hier? Vielleicht hat ja hier sogar irgendwie diese Ding geantwortet. Vielleicht bin ich ja sogar mit der befreundet. War das nicht die Cassie? Doch, hier, oder? Keeping it Cassie. War das nicht die? Die ist es doch, oder? Hi. War das nicht die? Da ist sie doch, oder? Das war Rob Boss. Ja, und wie kann ich sie jetzt kontaktieren? Vor 3 Monaten. Ich will dir folgen. Ich will dir folgen, Mann. Hallo. Rostock kenne ich auch, ja. Bin ein Badener. Bist du schon mal in Dresden gewesen? Noch nicht, muss ich unbedingt. Hallo, Eva. Ja, Gamescom war noch in Leipzig. Ich war einmal in Leipzig. That's the end of the contest. I hope you guys enjoyed it so much. Cassie, give zero fuck. Vor 3 Monaten. Ey, die hat ja nichts mehr gepostet seit den 3 Monaten. Also ist die auch tot, oder was? Hä? Seht ihr das? Die hat ja nichts mehr gepostet. Seit den 3 Monaten. Das letzte Post war wirklich vor 3 Monaten. Aber wie kann ich sie jetzt kontaktieren? Weiß es jemand? Ich habe gehört, dass du bald nach Russland kommst. Ah ja, klar. Direkt von Australien. Hallo, Leland. Ist das echt? Nee, das ist ein Spiel, aber ja, das ist der neue Trend. Jetzt ist sie weg. Warte mal, kann ich nicht irgendwie noch... Von dem finde ich nichts mehr. Wir befürchten ja, dass er der Killer ist, aber ich bin mir nicht sicher. Ihren Namen kann ich irgendwie nicht suchen. Nee, also vielleicht übers Internet? Also ihre Nummer werde ich ja sehr schwer rausbekommen. Ist halt die Frage, wie will ich die jetzt anschreiben, wenn die so ein Celeb ist? Kann ich die irgendwo vielleicht... Jessie, da ist die. Kate. Hier, Cassie. Kann ich die nicht irgendwie anschreiben? Oder kann ich irgendwie die Nachrichten anschauen? Kann doch nicht mehr die Nachrichten sehen von dem Beitrag. Was ist denn das? Das hat Google, ja. Lohnt es sich zu abonnieren? Das musst du für dich selbst entscheiden. Was ist das für eine Eingebildete, dass sie sich jetzt selbst als Hintergrund nimmt? Habe ich bei mir auch, lol. Ja, vor allem das Bild, das ändert sich die ganze Zeit. Die hat am Anfang runtergeguckt, zur Seite, und jetzt guckt sie die Kamera, lächelt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist voll gruselig.
Danke, Leland, für dein Twitch Prime. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Fuck, mein Akku geht wirklich runter, oder? 5 Minuten noch. Leute, könnt ihr mir bitte schnell sagen, wie ich, was ich machen muss? Wenn der Akku leer ist, ist doch, glaube ich, das Scheißspiel vorbei, oder? Bitte, bitte, bitte. Schnell, schnell, schnell. Was muss ich machen? Hat jemand Ahnung? Ich muss jetzt Cassie kontaktieren. Ich weiß nicht, wie. Hintergrund? Was? Hintergrund? Schnell. Leute, Druck. Kann ich sie irgendwie anschreiben? Kennst du schöne Zabergäu? Zabergäu sagt mir was. Nur noch 4 Minuten. Leute, schnell! Schnell! Helft mir! Wie kann ich die kontaktieren? Vielleicht weiß der es ja. Nein. Keiner hilft mir, Leute! Hier, as long as you do both, I leave it up to you. It means I will give Spark a call. Okay, oder ich kann auch call his workspace. Okay, dann kann ich auch danach suchen. Kannst du jemanden anrufen? Ja, aber ich brauche erstmal die Nummer. Ist da nicht seine Nummer vielleicht sogar drin? Wenn ich ihn sogar getroffen habe, habe ich doch schon noch seine Nummer. Handy einstecken, schnell, nicht mehr viel Akku. Rostock. Such eine Steckdose. Ich traue mich nicht. Panik. Hat keine Ahnung, ich muss nämlich jetzt, hat er gesagt, warte mal, wo ist er? Er hat gesagt, ich muss jetzt erstmal auch gucken, wo er arbeitet. Der hat ja, arbeitet ja in so einer Grafikdesign-Firma. Oder ich gucke nach Cassie. Geh offline, hab zu viel Schiss. In die Galerie, vielleicht in die Galerie. Okay, war das kann sein. Ich guck mal kurz in der Galerie. Schnell, wo ist die Galerie? Wo ist die Galerie? Mann, ich bin gerade ganz nervös. Me. Videos. Kamera. Chat-Videos. Ah, das haben wir schon gesehen. Jabba. Ach, das ist doch die Cassie, oder? Die hat die Bilder schon von der abgespeichert, oder wie? Das ist die doch, oder? Aha. Fand ich die etwa schon interessant. Apply cold water to burn area. Das Ziel ist, rauszufinden, wo die Frau hier ist. Das ist ihr Handy. Ich glaube, wir werden gleich sowas von am Arsch sein. Check die E-Mails. Spark. 6 months. And your life is worth. Murph. Oh, der Murph hat mir nochmal geschrieben. Hey Anna, looks like you're my receiver for the next week's company. Meine ist schon älter. Die ist doch eh tot! Das glaube ich nicht. Achtung, Jumpscare. Was? Wieso in einer Minute? Mach leise, gleich kommt Jumpscare. Was? Warum, Mann? Datingportal. Okay, ich gehe ins Datingportal. Oh, bitte kein Jumpscare jetzt. Oh. Ah, Jumpscare. Alles auf leise und Augen zu, cringe. Warum? Was passiert denn jetzt gleich? Hey Leute, ihr macht mir gerade voll den Stress, ne? Oh Gott. Ist nichts passiert. Ah, ist nichts passiert. Haha, ist nichts passiert. Ihr habt unnötig gestresst. So. Okay. Jetzt mal E-Mails, sagt der Tech. Okay, E-Mails. Hier ist aber nichts. E-Mails, sagst du. Keine E-Mails. Jumper. Reset Password. Gott sei Dank. Okay. Und jetzt? Es passiert gleich noch. Hört auf, mir jetzt Angst zu machen. Du musst nach einem Bild in der Galerie suchen mit einer Karte in der Hand, wo Informationen draufstehen. Und dann musst du auf eine Website. Okay, nee, ihr spoilert nicht. Ihr könnt mir gerne sagen, wie es weitergeht. Nur nicht die Story Post. Das ist, nur nicht die Story spoilern. Ihr könnt mir gerne sagen, guck da und da und da. Also, das haben wir schon gemacht. Wir haben die schon angerufen. Aber irgendwo hier muss was sein, sagt ihr. Sieht aus, als hätte der. Naja, ich sag's nicht. Okay, wenn ihr irgendwas Auffälliges seht, dann sagt's. Irgendwo muss eine Karte sein, sagst du? Voll doof, so private Bilder durchzugucken irgendwie. Okay.
Ich sehe hier aber nichts, Leute. Geil, was hier alles ist, ey. Habt ihr irgendwas gesehen? Ja, holla, die Waldfee. Okay, nichts gefunden hier in der Galerie. Danke, Crank, für deine Cheers. Vielen, vielen Dank. Diese Frau sieht aus wie meine Schwester. 7 tödliche Offenbarungen ist auch ein geiles Game oder Film. Vielleicht Instagram? Die Bilder verraten einiges. Pommes. Ich muss pipi. Der eine Raum auf dem Bild sieht aus wie, wie der Essensbereich von Five Nights at Freddy's. Stimmt. Vlog-Videos. Hi. Vlog-Videos soll ich anschauen, sagst du? Videos. Wo sind ihre Videos nochmal? Wo waren die nochmal? Audio-Chat-Lines haben wir jetzt schon. Chat-Videos. Wo waren nochmal diese Videos? Sind die jetzt weg? Ich konnte doch irgendwo die Videos anschauen. Hä? Wo sind das hin? Hä? Why does it keep focusing there? Ich bin gefragt, was da anfokussiert wird. Oh shit! Ist da vielleicht irgendwas zu sehen? Oh shit! Nee, ich sehe nichts. Hallo, ich bin Max. Grüße! Dem Spiel musst du aber herausfinden, wie diese Frau geht. Guten Abend. Aber weiß jemand, wie ich weiterkomme? Ich muss jetzt eine Cassie finden. Oder den Typen, den wir hier gefunden haben bei Spark, den James, den seine Firma. Aber wo kann ich danach suchen? Weil ich kann hier irgendwie bei Surfen, kann ich nach nichts suchen. Surf up, where to? Also die sind immer nur, ich kann immer nur auf die Bookmarks gehen, aber nichts. Hat sie vielleicht nachgeschaut schon? Wie die heißen? Das Spiel ist mega geil, ja, voll. Vlogger. Vielleicht finde ich es ja hier irgendwo. Vielleicht heißt ja Webdesign. Ach, das ist ja doch die Seite, oder? Webdesign, das muss sie doch sein. Hier, fill out your details below and your representative soon. Email position. Ich will aber gerne, wo finde ich denn hier die E-Mail? Die, kann ich hier nicht irgendwie, muss ich dem jetzt was schreiben? Wie war ihre E-Mail? Oh mein Gott, habt ihr es gehört? Da ist jemand in meinem Haus. Muss ich den vielleicht schreiben? Wie ist denn nochmal meine E-Mail? Weiß die jemand? Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie meine E-Mail ist. Hier, anna@cmail.web. Kann die mal jemand aufschreiben? Die App mit den Vlogs heißt Vlogger. Lauter. Ihr wollt echt, dass ich lauter mache? Wenn irgendwas passiert, dann haut es euch aber die Arschbacken weg, ne? Ich mache euch gern ein bisschen lauter, aber ich hoffe, ihr seid euch sicher, dass ihr das wollt. So. Nee, geht irgendwie nicht. Also hier komme ich nicht weiter. Wie finde ich jetzt diese Cassie? Schönen Abend dir noch. Dankeschön. Wie finde ich noch diese Cassie? Hallo, Easy Listener. Dankeschön, Finn. Du musst in Cassies Post schauen. Da sind versteckte Nummern, die du suchen musst, um die Nummer rauszufinden. Echt jetzt? Ach, krass. Wie soll man denn da drauf kommen? Okay. Dann sind wir mal alle ganz aufmerksam, Leute. Hilfe, meine Maus spackt. So. Cassie. Ah, give zero fucks. Okay. Also ist auf jeden Fall 100 pro. That's the end of the contest. I hope you guys enjoyed it as much as I do. The fan Emma will be published. Okay. Okay, also zero könnt ihr euch schon mal aufschreiben. Hallo, Erdbärchen. Zero vielleicht mal
aufschreiben. Why are some of the best English words made up for four letters? Four? Zero, four? 04? One day? I'm going to swear my grandma's sweater today is not a day. Is one, glaube ich, nochmal, oder? Noch eine 1 dazu? Also kann sich jemand die notieren? Wir haben jetzt eine 041, haben wir jetzt. Wie soll man denn da drauf kommen? New geil GOT Episode in 8 hours. 8? Das ist doch krass, oder? A movie should not be 3 hours. 3? 2? Neun. Keep an eye on my upcoming post. Find the hidden phone number. If you figure it out, just call me for the... Ach ja, okay. Okay, haben wir sie jetzt? Everyone asks me little things. Standard change to talk me into a contest. Okay, hey all. As a token of appreciation for my fans, a celebration almost hidden. 20,000 followers planning something special. Stay tuned. Okay. Also das sind die Nummern. Okay. Gut, dann probieren wir die jetzt mal anzurufen. 0, 4, 1, 8, 3, 2, 9. Okay, ich glaube, ich muss die Nummer andersrum angeben, oder wie? 0418329. Oder muss ich die verkehrte rum angeben? Das ist eklig. Okay, ich gebe es mal andersrum ein. 0238. 140. Oh, tatsächlich. Hiya, this is Keepin' It Cassie. Congratulations, you figured out the secret number. As you know, you get to ask me one question for my upcoming AMA thread. So please be patient, as I will contact you on my next availability. We'll be texting you soon. Okay, viel Spaß. Wenn die so viel Follower hat, kann sie sich von Nachrichten noch gar nicht mehr retten. Genau, direkt. Direkt schreibt sie. It's first come, first service, so let me know. Finish up the early winners. I will get back to you once in a time. Can't wait. Okay, das ist nur ein Bot, der da schreibt. Das ist nicht sie. Hallo? Olle, kann ich dich nichts fragen? Jetzt. Hey, ja. You're up. Es ist deine Frage, deine Runde. Denk dran, du darfst nur eine Frage stellen. Okay. Ich lasse es bei einer. Okay, los geht's. Frag, was du willst. Erzähl mir etwas über James Arnold. Oh Gott, okay. Jetzt kommt die Jump. Die Bombe wird gejumpt. Was? Er? Okay, weil das ist der Typ, der hat auch die Anna gedatet. Seitdem ist die Anna verschwunden. Und wir haben durch ihn erfahren, dass er mit ihr ein perfektes Match hat. Deswegen fragen sie jetzt. Wie kommst du auf ihn? You're asking a question now? Jetzt fragst du mich Fragen? Hey, es ist ein Contest. Meine Regeln. Frag mich eine normale Frage wie: Was denkst du über Klimawandel? Oh, oder oh, the state of social media snapping. Oder wie halt quasi Social Media die ganzen Konsumenten einnimmt. Normale Fragen. Das A steht für alles. Ah, oh, okay. If that's what you really want to know. Und nur zwei Bedingungen. Als erstes, frag mir, warum du die Informationen brauchst. Er ist der Schlüssel zum Zeuge für ein Verschwinden. Okay. Ich wusste, dass irgendwas passiert. Oh Gott, ich kann es nicht glauben. Hat er sie gekidnappt? Okay. Das höre ich nicht gerne. Sound, es hört sich wirklich sehr ernst an. Ich versuche zu helfen, aber das bleibt zwischen uns. Oh mein Gott, das sind schon wieder scheiß Schritte in meiner Wohnung, Mann.
Meine zweite Bedingung ist, das bleibt zwischen uns. Ja, natürlich. Okay, perfekt, Deal. Okay, wo soll ich anfangen? Lass von vorne anfangen. Ich bin online, mein Name ist Keeping It Cassie in my real life. Ich versuche Keep It Cassie online und meine Person eigentlich vom echten Leben zu trennen. Mein echter Name ist Cassandra. Und ich bin Single. But I'm not. Ich habe seit langem einen Boyfriend, also einen Freund. Also ging ich zu Spart und habe mit ein paar Jungs gechattet, um über ihn hinwegzukommen, weil wir haben uns getrennt. So habe ich James kennengelernt. Okay, wer ist er? Wir haben uns eigentlich gut verstanden. Er war wirklich ein Charmeur. Er hat einfach alle immer das Richtige gesagt. Nachdem ich aus einer scheiß Beziehung gekommen bin, war ich sehr, sehr weit unten. Er hat mir eine neue Perspektive gegeben und war sehr, sehr nett. Then he started to get more things right about me. Okay, das hört sich sehr, sehr gut. Also er hat sie quasi aufgebaut, nachdem Schluss war. Leider ist das nicht so gewesen. Er hat angefangen, mir zu schreiben, als ich meine Arbeit erledigt habe. I don't have a regular schedule. They changed every week's day even. Ah, okay, er hat ihr immer dann geschrieben, wenn sie ihre Arbeit erledigt hat, aber sie hat eigentlich einen Tagesablauf, wo sie gar nicht sagen kann, dass sie immer zur gleichen Uhrzeit eben aushaben kann. Deswegen hat sie sich gewundert, warum er immer zur gleichen Zeit schreibt. Da war ein Fotoshooting, der hat um 2 Uhr mittags geendet. Er hat mir genau dann, als der Fotograf gesagt hat, it's a wrap, wir sind fertig, hat er mir geschrieben. Does he ever sleep? Er hat ihr immer zu Zeiten geschrieben, wenn ihre Arbeit erledigt war und wusste immer, wann sie fertig ist. Das Wichtigste. Er wusste von unserer Trennung. Ich habe meinen Arsch abgearbeitet um diese Beziehung als Cassidy geheim zu halten. Ich habe ihn gefragt, woher er das weiß. Jetzt gucken wir mal das an. Hier, James. So, did your online persona drop your boyfriend? Ah, okay, hat deine Online-Person etwa dein Boyfriend weggeschmissen? Woher weißt du das? Ich habe nur geraten. Guessing exactly when I wake up and when I finish. Erraten. Genauso wie wenn ich aufwache und wann ich schlafen gehe. Das ist echt creepy. Finding out about my Jabba und dass du über was über meinen Jabba weißt und meinen Boyfriend. Das ist echt sehr, sehr gruselig. Wer zum Helle bist du? Sind meine Methoden etwa nicht, gefallen sie dir etwa nicht? Wir sind fertig. Und dann hat sie ihn geblockt. Okay, also er wusste alles über sie. That's the last time I heard from him. Vielleicht hat dein Boyfriend irgendwas ausgesprochen. Er liebt mich. Er würde das nie machen. Er hat meine Leben immer getrennt. Aber er würde so etwas niemals tun. Das ist es alles. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Just thinking, nur daran zu denken, stellt mir die Haare auf den Nacken. Steigen mir die Haare. Wie sagt man, dass man einfach Gänsehaut bekommt? So, wie heißt das Spiel? Simulacra heißt es. Ich merke dich, du bist cool. Dankeschön. Nur bei der Kategorie hast du das A bei Simulacra vergessen. Aber das war schon, das hat mir Twitch angeboten. Du hast ein Sub nicht vorgelesen. Ein Sub? Nein! Warte, wen habe ich nicht vorgelesen? Es tut mir so leid. Könnt ihr mir bitte immer reinschreiben, wenn ein Sub kommt, meine Alerts gehen gerade irgendwie nicht. Wer hat den gesubbt? Wer hat den gesubbt? Genau, mir stehen die Haare zu Berge. Könnt ihr mir bitte sagen, wer gesubbt hat? Das erste, das zweite. Your story is going to save life. Deine Stories wird Leben retten. Es klopft an der Tür, Gnu. Mach mir keine Angst. Also war kurz weg. Was habe ich verpasst? Wer hat gesubbt, Leute? Gustav! Gustav, dankeschön. Gustav ist jetzt seit 3 Monaten dabei. War das jetzt bei mir oder war das jetzt bei euch? Dankeschön, Gusi, seit ersten Tag. Wer hat denn vorhin gesubbt? Vielen, vielen Dank an die Person, die vorhin gesubbt hat. Dankeschön. Bei uns zu Hause war das. Das war doch bei mir an der Tür, oder? Oh mein Gott. Fuck ja. Sie ist wirklich weg. Ich kann sie nirgendwo finden, außer ihre Jabba-Post. Sie ist wirklich verschwunden. Lass uns das machen, okay? Ja, Greg hat mir davon erzählt, dass ihr zusammenarbeitet. So sehr ich es hasse, dieses Arschloch. Aber können wir nicht einfach zur Polizei? Wir sind schon fast am Ziel. Solange wir warten, umso schwerer wird es. Die ersten 24 Stunden sind wichtig. Ich werde sie jetzt anrufen.
Ich versuche, so schnell es geht, zu arbeiten. Nicht schnell genug. Sie ist. Ich war mit Anna sechs. Ich kenne Anna seit 6 Jahren. We are graduated together. Moved on together. Did everything together. Wir sind zusammen eingeschult worden. Ich wusste sogar, wie ihre Scheiße mit Greg zu Ende ging. Eigentlich müssen wir sie schon involvieren, oder? Did she kiss and hat sie erzählt? Ihr echter Name ist Cassandra. Oh, was? Cassie ist eine Person? I never knew, that's interesting. Aber das ist nicht wichtig. Was ist mit James? Er weiß über ihren... Oh, he's about actually... Ich will jetzt nicht so viel von ihr verraten. Sorry, Leute, es ist so nervig mit dem scheiß Internet. So, he's Ada Summon, a next-level stalker. Ja, never mind. Creep enough to kidnap... Also, er ist gruselig genug, um Anna zu kidnappen. Und meine zweite Meinung... Wenn du die zweite Meinung von einem Professionellen bist. Here, have you called his workplace yet? Okay, wir müssen jetzt quasi ein Workplace... Wow! Mann! Hello? This is Detective Murillo from the police department. We have strong evidence to suggest that you are holding on to a missing person's phone. We also have reason to believe that you are working with an accomplice named Greg Summers, conspiring to keep Anna's disappearance a secret. This is an obstruction of justice, and I am afraid I will have to bring you and Greg in for questioning. Please, a woman's life is at stake here. We are reasonable. If you can assist us with the investigation, there will be no charges. Call me back if you change your mind. Oh mein Gott! Warum tut man mir sowas an? So, jetzt muss ich bei der Seite anrufen. Da waren wir doch schon drauf. Das ist doch die Seite hier, oder? Fresh Ideas. Oh. Nur, wie komme ich da? Webdesign, Branding, how customers see you and how you see yourself. Vision Upback, a perfect project is marriage between here. Consolation Tell Evil joins our growing organization. Please fill up. Aber die suchen ja gar keine Stelle. Our website uses a number of cookies to improve our experience when using website. Der Hintergrund flackert. Wie komme ich jetzt an diese Scheiße hier? Please fill out the detail below. And one of our representatives will contact you soon. Dankeschön, Dune, für deinen Sub. Vielen, vielen, vielen Dank. So, was muss ich jetzt machen? Hallo, Meldin. So, Dankeschön für den Sub. Vielen, vielen, vielen Dank. Licht hat geflackert. Ich weiß. Dankeschön, Dune, für deinen Stufe 1 Sub. Das ist so lieb von dir. So, hier, Cassie hat dich vorne eine E-Mail geschrieben. Wer macht sich denn da? Ach so, ja, die Cassie schon, aber ich muss jetzt ja irgendwie an die E-Mail kommen von dieser Website hier. Das ist ja diese Grafikdesigner-E-Mail. Ich muss hier irgendwas reinschreiben, ich suche irgendeine Position. Abend, Leute, hallo. Punkt Web. Dankeschön. Job Application. Endlich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Hier. Hi, Anna. Thank you for interesting in joining our growing family. Before we commence the interview, it is our policy to engage pre-primary start interview. Okay, wir müssen das Interview starten. Ah, geil. Hier. Interview will start soon. Please wait. Die sind immer direkt bereit. Sofort, die haben nicht mal irgendwie keine Zeit. Die schreiben alle sofort zurück. Okay, die Conversation. Howdy there. Is this Anna? I might have filled in the wrong name. Boah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon direkt sagen soll. No, not a problemo. We had a huge bot application problem recently. Just want to make sure you are human by tapping the email button. Ich bin Phil von Fresh Ideas. Get it, feel fresh. Verstehst du es? Fühl dich frisch. So, bist du bereit? Kann ich stattdessen eine Frage stellen? Nee, so funktioniert das nicht. Du kannst Fragen ein bisschen später stellen.
Okay, verstanden. Schon verkackt eigentlich. Cool. Lass uns loslegen. 5 years from now, what do you see yourself doing? Okay, was versuche ich mich in 5 Jahren? Get to the point where I can tell people what to do. Develop the skills to manage other people. Das hört sich doch gut an. Going for a manager, huh? Well, we are a tiny firm. Anything can happen in 5 years. Next question. Okay. Why should I hire you? I have learned stuff which might bring unique value. I got other talents beside writing, because I wanna be the very best. Ja, das hört sich so gut an. Aber sagt wahrscheinlich, willst du der Beste sein? Das sound so ein bisschen vage. Bist du der Beste? Oder willst du der Beste sein? Why don't tolerate show of offers here? Letzte Frage. Oh Gott, der hasst mich jetzt schon. Warum möchtest du ihr antworten? James Allner spoke highly. Ah, sehr gut, das kann ich dem mit einbringen. James? Oh, ich hab, der James Allner hat von euch sehr gut geredet. Kennt ihr ihn, James? Haven't heard that name. Hab den Namen schon lange nicht mehr gehört, sorry. Warum fragst du das? Okay, jetzt wird's interessant. I want to know what working for is like, so I won't repeat these mistakes. Ich möchte seine Fehler nicht wiederholen. That's the kind of forward thinking we are looking for. Es ist wirklich eine Schande. Wir müssten ihn leider entlassen, weil er sehr ein unprofessionelles Verhalten hatte. Ah, okay. Dass er mir das direkt erzählt, so war unprofessionell. War er kriminell? Oh nein, Gott. As far as I know, I at least... To be honest, I'm not in the liberty to just, ich bin nicht in der Lage über, also ich darf eigentlich nicht über personelle Probleme reden mit dir. He gets along with people well. Er ist eigentlich mit Menschen gut umgegangen. Okay. But it kinda changed. Was hat sich verändert? Dass er mir das erzählt beim Bewerbungsgespräch. Er hat mit seiner Freundin Schluss gemacht und war sehr fertig. Aber er ist immer noch er selbst, bis er Spark bekommen hat. He's been showing. Er kam immer zu spät. Er war so distanziert. Den einen Tag ist er verschwunden. Oh Gott. Ja, dass der mir das erzählt, oder? Genug, pass auf, Jumpscare. He didn't show up for work. Er ist nicht zur Arbeit gekommen. Meine Augen scheinen mich vielleicht zu trügen, aber ich war mir sicher, was ich gesehen habe. Er ist ins Badezimmer für eine Zeit gegangen. Dann habe ich komische Geräusche gehört. Ach, das haben wir doch vorhin schon bei der Anna gehört. Oh mein Gott. Ihr bereitet euch wieder auf den Jumpscare vor jetzt. I went in check... and no one was... Ich bin rein und niemand war da. Das war das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe. Scheiße, ist die Anna jetzt auch schon weg. Also war er einfach weg? Ja. Seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Keine Telefoncalls, keine E-Mails, nichts. Er war einfach wie weg, wie eliminiert. Plus, our big project und unser großes Projekt kommt jetzt. Und wir brauchen wirklich jemanden. Ich verstehe, dass er mir das erzählt. What is weird that is after he disappeared, he found... Als komisch ist, nachdem er verschwunden ist, haben wir sein Handy auf dem Tisch gefunden. Wir haben versucht, alles zu checken, aber es war einfach kaputt. Es hat geglitscht. Es war wie verbuggt. Some say that... Manche sagen, sie sehen ihn immer noch auf Jabba. Und manche Frauen sagen, sie haben ihn immer noch als Freund und sehen ihn auf Spark. Was auch immer passiert ist, es hilft nichts. Er braucht professionelle Hilfe. Das ist alles, was ich brauche. Boah, sorry, wir sind echt vom Thema abgekommen. Danke fürs Interview. Wir rufen dich an für die Position. Alles klar. Sehr geil. Talk to Tyler. Geil, wir haben voll viel rausbekommen jetzt, Leute. Hier. Ich habe mit seinem Arbeitsplatz geredet. Habe ich was verpasst? Ach, wir sind gerade dabei, die Leute, die verloren gegangen sind, zu finden. Ach, sind die vielleicht alle verloren, die hier posten? Me ever Wednesday. It's business time. Was hast du für mich? James hat seinen Verstand verloren.
Also er ist verrückt, so als wäre er verrückt geworden. Das macht irgendwie Sinn, was du sagst. Spark hat ihn dazu gemacht, sich seltsam zu verhalten. Nein, das ist doch... That kind of confirms what I found. Das passt zu dem, was ich rausgefunden habe. Calling fresh ideas is a great plan. Think we got some great leads. Now let me show you mine. Ich habe etwas über James auch gefunden. Hier. Educate the self. What the fake mass media do not want to see, but about the recent disappearance of dating apps. Ah, okay, es geht darum, dass durch die Dating-App immer mehr Leute verschwinden. First of all, I want to commit it local. Ah, es hat er geschrieben. Er hat's geschrieben, weil er ist ja auch Copy, also auch Schreiber. Just when I thought they couldn't sink any lower, they did. Downplaying the seriousness of issue. Ist das irgendwie so ein Spiel, was diese ganzen Dating-Apps ein bisschen kritisieren will? Downplaying the seriousness of the issue and treating all the victims as just another static to be forgotten. Blaming the crimes on trial things such the rise of internet and the degradation of our youth. Okay. Pictures how far the story goes. Hier. Notice something, a big yellow line labeled mist. Ach, guck mal, die sind hier in dem Zeitraum verschwunden, zwischen 21. und 25. Missing. Hier, first one. Education. 20 hours, student looks, love books and stay doors. First, die ist verschwunden. Tracy B. Simon B. ist verschwunden. Amy T. ist verschwunden. Victims, die meisten Opfer sind zwischen 21 und 25. Das Alter ist oft Mädchen, Junge, also immer ein Abstand. They all seem to be, sie scheinen alle Bücherwürmer zu sein. Sie sind alle frisch von ihrem Partner getrennt. Kept James but willing. Conclusions. I have no freaking clue. Nothing is off. Okay. The end today with truth. Trust no one. There is only us against them. Don't trust the water in your pipes. Interessant. Okay. A link? Yup. You can read it at our time, and your own time, but I will keep this quick. James vanished a couple of months ago while on the way out too. Also, James ist verschwunden vor ein paar Monaten. Warte mal. Hast du jemanden von Spark getroffen? So wie Anna? Ach, hat jemand in Spark getroffen, seitdem verschwunden? There's more, da ist mehr. Combine this with what you have. Kombinier das mit, was du rausgefunden hast. I think there is something bigger at works here. Ich glaube, hier ist noch etwas Größeres. Okay, I need to record this, so we are on the same page. So, commencing epic monologue. Anna went missing the same way as James. They were both last seen going on a date with someone on Spark. Anna and James still had activity on Jabber, but no one has physically seen them. It's the same pattern. James is still nowhere to be found. I hope Anna doesn't share the same fate. Irgendwie ist das auch weird, oder? Nein, Knun, Horror, passen nicht zusammen. Wann hast du angefangen mit dem Stream? Wann habe ich angefangen, Leute, vor 3 Stunden? Duscht er? Stimmt, hat sie an, als würde er duschen. Wo befindet er sich gerade? Hallo, Cedric. Irgendwie traue ich dem Typen auch nicht wirklich, oder? Der ist doch weird. Du hast recht. Ist er gerade auf der Toilette? Um 21 Uhr habe ich angefangen. Ja, also jetzt schon 4 Stunden sogar schon wieder. Cool. Coolio. We gotta find him, I think he know how. Lass mal hören. Let me just crack something real quick. I will get back here. There is an imposter going around making people disappear and I think he, she is assuming the identity of Germany. God damn it. Okay, es will er. I'm hitting dead ends anywhere. It's like she vanished from... Sie ist einfach weg, als wäre sie vom Altbogen verschluckt worden. I'm getting closer. Ich komme näher. Es ist keine Competition, Mann. Es ist kein Contest. Es ist, wer sie schneller findet. I can get anything done with the cops breathing down my neck. I can be caught. Die Polizei sucht schon nach mir. They will think. Die denken, dass ich der Grund bin, warum Anna verschwunden ist. Haben sie dich kontaktiert? Sie sagten mir, dass du gesucht bist. Shit. Oh, gut. Ich kann nicht mehr nach Hause. Ich muss mich mal. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich muss mich mal hinlegen.
Die müssen gucken, wie sie nach mir versuchen. Scheiße. Du musst mir einen Gefallen tun. Du darfst dir nichts von mir erzählen. Was sollte das Schlimmste sein, was passiert? Ja, sperren ihn ein. Oh, Mann, ey. Buddy, pal, friend. You know I have nothing to do with Anna disappearing, right? You know what they do to guys like me in jail? Well, I sure as hell don't want to find out. Like, if anyone asks, you gotta back me up. Okay, er will, dass ich der Polizei nichts von ihm erzähle, weil er ist gerade Tatverdächtiger, aber ich denke nicht, dass er es ist. Aber es ist hier was Neues rausgekommen bei Vlogger. Das vorletzte Video, Leute. Eine Dusche. Hä? Was ist denn das für ein gruseliges Video? Hä? Was macht die denn da? Der Typ war da vorhin auch in der Dusche, oder? Ey, das ist echt ein gruseliges Video. What the fuck? Was ist das für ein gruseliges Video, Mann? Oh, fuck. E-Mail. Account suspended. Dear Anna, you have logged into your account for unknown. For security reasons, we have logged out you from all other devices. Oh nein, jemand hat meinen Spark gehackt. Ich komme nicht mehr rein. Scheiße. Mein Account ist weg! Fuck. Mein Account ist weg. Shit. Anna Banana. 15. Ich bin rich. Tagline. Movies. Books. Personal growth. Ich bin alles. Beste Lan. Ich bin's Banana. So, perfekt. Submit. Ey, ich darf sogar mit 15 da rein. What the fuck? Es werden mir immer die gleichen vorgeschlagen, Mann. Das ist voll die Verarsche. Hallo? Wieso werden mir immer die gleichen vorgeschlagen? Wollt ihr mich rollen? Anna Banana. Hey, die würde ich sofort daten, die Olle. Niemand schreibt mich an. Ich bin niemand gedatet. Okay, ich habe mir ein neues Profil gemacht. War das Spiel von gestern? Da habe ich ja genau richtig eingeschaltet. Ja, wir spielen das jetzt durch. Ich habe etwas. Bist du ein Bugs Bunny-Fan? Mag ich. Ein 80er-Jahre-Kind, hä? Naja, jedenfalls. Da waren einige Episoden. He would dress up like a girl to lure his enemies into the Krabs Classic. Was? Ich verstehe, wo das hingeht. Du denkst, woran ich denke? Du musst daran. Just like Bugs Bunny. Hast du ihn gelockt? Ja. Ah, okay, er hat sie jetzt als Frau im Frauenprofil gemacht und macht ihn jetzt an. Was ist, wenn wir... Ist Imposter Arca James in Act? Achso, er versucht jetzt quasi mit Fake-Profil sie anzulocken. If this is some creepy low victims on Spark, we should beat him in his own game, you know? Like in TV, where guys pretended to be children online. Ja, ja, ich habe schon verstanden. Also er versucht sie jetzt als Frau auszugeben und diesen James anzulocken. Das soll sie denken, er ist es. You do have a phone and stuff. You give it a shot too. Ach scheiße, ihr habt uns wieder ein Profil von mir gemacht. Use Anna Sparks account and add it into a new profile. Try to do it with James. Set up a meeting. Okay. Wie soll ich das machen? Okay, ich verstehe schon. Scheiße, jetzt habe ich mir schon ein falsches Profil gemacht. Okay, ich muss jetzt einen Fake-Account machen. Okay. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal gucken, was der für Interessen hat. Galileo zuerst, die 27-Jährige, dann doch die 30-Jährige, also ist nur an einem Tag. Haben die erst gesagt, die 27-Jährige? Hä? Wann denn? Interessant. Haben die im einen Beitrag das gesagt, oder wie? Spende. Was? Eine Spende? Ich habe eine Spende bekommen? What? Warte, ich guck mal kurz nach. Tippi.
Let's go to Tipi Stream. Tipi, Tipi, Tipi. Sorry, mein Tipi funktioniert irgendwie gerade nicht. Ich glaube, das liegt irgendwie daran, dass so viele Leute gerade online sind. Aber ich guck mal kurz. Moment. Wer hat da gespendet? Ja, von mir, sagt Overlord ganz arm. Warte. Gucken wir gleich mal. Ich lese sogar die Text vor. Donation in Transfield. So. Was kam da rein? Moment. No, Overlord, 2 €. Vielen, vielen Dank für deine Groschen. Das ist so lieb von dir. Dankeschön. Danke, danke, danke für deine 2 Groschis. Merci beaucoup. So. Okay. Okay, Leute, wir machen jetzt einen Fake-Account. Es wird immer spannender hier. Ich will jetzt endlich mal wissen, wer ist der Täter? Ah, hier, die soll ich mir nehmen. Okay, geil, ich darf mir jetzt eine aussuchen. Bitte mehr. Das ist aber Catfishing, was wir hier machen. So, just you have 3 women's photo lying around. Naja. Meinst du nicht? Okay. Ja, alles klar. Er schiebt es natürlich auf die Freunde. Huch! Hallo an alle! Nein, keine Angst. Sie haben gesagt, die 30-Jährige. Okay, ich dachte schon. Aber die haben nicht erwähnt, dass ich studiert habe, meine ich was ganz anderes arbeite. Das hat mich schon ein bisschen, wo ich mir dachte, ich habe 6 Jahre hart studiert und es wurde einfach nicht mit reingeschnitten. Das war für mich schon relevant. Aber egal. No. Okay, gut. Dann machen wir das jetzt mal. Spark, kann ich bitte mein Profilbild ändern? Oh, ein neues Video. Oh, das letzte Video. Hä? Okay, sie rennen vor irgendwas weg. Hier. Ich gehe jetzt in Knast, Mann. Ich muss dir das jetzt überlassen. Okay, er wurde jetzt eingebuchtet. Scheiße. Okay, jetzt habe ich nur noch den einen. Kann ich jetzt nicht irgendwie nochmal... Ich habe aber... Scheiße, ich habe... Ich habe, glaube ich, voll verkackt. Kann das sein? Kann ich das nochmal löschen? Edit Profile. Machen wir ein neues Bild rein. Hat mir noch welche geschickt. Hier. Welches nehme ich denn? Ich nehme einfach das. So. Eine Banana. Ich bin vielleicht nicht ganz 15. Die sind ja alle 22. Die im ich bin rich. Die sind alle Bücherwürmer, habe ich gelesen. Kann ich das noch ändern? No matches near to you. Ich will das gerne ändern. Books. Books passt. Personal growth. Charity. Pets and animals auf jeden Fall. Das hat sie interessiert. Arts and crafts. Finding love auf jeden Fall, oder? Movies, Food auf jeden Fall. Ich glaube, es müsste passen, oder? Nein, Blondie. Blonde, Leute, ganz wichtig. Geht nicht raus wegen Corona. Genau. Hallo, Camo. Passt es so? Oder habe ich irgendwas verpasst? Ist noch irgendwas, was wichtig sein muss? Wie soll ich die Blonde nehmen? Soll ich die Blonde nehmen? Ach gut, dann nehme ich halt die Blonde. Machen wir mal was ganz Neues. Sind wir mal ganz hier jetzt. Anna Banana 22. Ich mache mal Copywriter rein. So. Tagline. Books. So. Passt es so? Wieder auf Movies? Ah, stimmt, Movies mag ich ja, ne? Movies. Den Text von Overlord lesen. Von Overlord? Die ist mega schön. Nun, ich reiß euch zusammen, Kadetten! Okay, perfekt. So, jetzt. Oh! Oh, da ist er ja. Oh, das ist gruselig. Ich hasse diese Musik. Das ist so gruselig, ne? Der Typ, der versucht mich jetzt zu adden. Herz. It's too late for me. I'm no longer on this world. Sie kann noch gerettet werden, sagt James. Vertraue nicht seinen Worten. Es ist nicht so, wie es scheint. Ha! Die sind von der Brücke gesprungen. Oh mein Gott, die springen da alle runter, oder? Oh,
Hallo, Clowny. You and Anna swiped. Oh nein, er hat Anna. Fuck. Er hat Anna. Er hat jetzt ihr Profil. Oh nein, start chatting. Ich glaube, sie ist tot. Hello, is anyone there? Please answer me. Es ist jetzt dieses Etwas, was mit uns schreibt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hilfe. Du bist nicht Anna. Warum, wovon redest du? Natürlich bin ich's. Bitte helf mir. Das Letzte, an das ich mich erinnere, war, als ich rausgegangen bin. Ich habe James getroffen. Soll ich trauen oder nicht? Shit, ich habe mich erinnert. Er stand auf dem Rooftop, also auf dem Dach. Ist er okay? Er ist runtergefallen. Er ist tot? Ach, der James, den sich getroffen hat. Ich kann es mir nicht, das kann nichts sagen. Faker, nein, ihr sagt alle nein. Das ist alles meine Schuld. Ich habe ihn gesehen. Du musst mich dort finden. Ich glaube, er war unter Drogen. Wo bist du denn jetzt? In einem Warenhaus, in einem Building. Ich weiß nicht, in ein Gebäude. Es ist schwer, dunkel, ich kann es nicht sagen. Ich habe sehr Angst. Ich versuche gerade jeden zu erreichen. Oh, zum Glück habe ich James' Phone gefunden. Warum steht dann da Anna und dein Bild drin? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. James' Phone wurde von jemand anderem gefunden. Oh. Was ist denn das für ein Ding hier in der Mitte? Da muss es jemand anders ein Foto sein. I don't know. Das ist sehr wichtig. I think I can help myself. Ich glaube, ich kann mir jetzt helfen. I just go out and help. Thanks for giving up on me. I should go. Nichts ist, wie es scheint. Oh, der Bildschirm wird immer dunkler. He told you. Er hat es dir erzählt, oder nicht? Reveal yourself. You are not Anna. Du bist nicht Anna. I'm her as she is mine. Me, if you me you wish to see. Impressive. A worthy pretender. My perversion fails to deceive you. You have seen through my mask. Thank you! Where's Anna? The original and the copy are now one. Momentarily. I am her, as she is me. You rejected all of my warnings. Do you crave the truth so badly? Your blind determination to save this female has led you to me. Pretender. Also ist es quasi so, dass ihr echtes Leben und ihr Internetleben jetzt in einem vermischt sind. Und er hat jetzt ganz viele Leute aus diesem Fake Social Life quasi mit dem echten vermischt und deswegen sind sie weg. You have got something explained to do. Wer bist du? I am the simulacra. Beyond your glass screens. Behind your black mirrors. Is a reflection of your reality. I am that reality. Ah, okay. Ich glaube, das Spiel kritisiert quasi diesen ganzen Instagram-Schein und Sein. Dieses ganze Dankeschön, Leon, für 100 Bits, du verrückte Nudel. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das zeigt dieses Möchtegern, Leben, das Tolle, was man hat und das echte Leben und verschmilzt es miteinander. Habe ich das? Okay. You are on the phone. Du bist im Handy. I am the new order. Bin die neue Ordnung. Existence perfected. I am society reshaped. The simulation destined for ascension. A hyperreal existence. Okay, eine hyperreale Existenz. Normale, bitte, dass es jeder versteht. Society is fading. A digital one taking its place. Ah, okay, ja. A reality where only perfect symbols of humanity okay. exists. Their online personas. Their simulacrums. Anna. Many others like her has no place here. Okay, also er sagt ja im Prinzip, es geht darum, dass quasi alle a reality where only perfection symbols of humanity. Also es ist quasi, die Internetwelt ist die Realität, wo einfach nur perfekte Menschen gezeigt werden
Und es sind Online-Personas. Und er nennt sie Simulacras. Zum Beispiel wie die Anna. Die zeigen ja alles perfekte Leben und alles schön, obwohl es eigentlich gar nicht gut ist. Man hat es jetzt schon mitbekommen. Du guckst deren Profile an und denkst dir, boah, sind die schön, sind die toll. Aber wir haben ja hintenrum im Leben mitbekommen, alle sind getrennt von ihrem Partner und geht's schlecht, heulen den ganzen Tag. Und das finde ich eigentlich ganz schön cool, dass das Spiel es so kritisch auffasst. What did she do wrong? Was hat sie falsch gemacht? She did nothing wrong and nothing right. Sie hat nichts falsch, nichts falsch gemacht. Sie hat ein inkonsequentes Leben geführt. Nana ist ein Wurm. Das perfekte Bild. Das Bild, das... A stronger individual would simulate a better one. In my world. In the online world. Okay, a stronger individual would simulate a better one. Also er meint quasi, jemand, der stärker ist als sie, würde sogar ein besseres Leben online simulieren als sie. Not everything is about online. Es geht nicht immer um Online-Personas. Humans interact with their simulacrums. Almost exclusively. Detached from the material world. Finding labor, picking food, choosing habitats, seeking mates, without ever leaving the screen. Ja, das stimmt allerdings. Is that not everything? Stimmt schon. Also er sagt ja gerade, ja, wir haben ein normales Leben, wir filmen unser Essen, wir teilen alle unsere ganzen Habitats, unsere Gewohnheiten. Also es stimmt schon, man teilt ja alles, also ist man ja auch nicht mehr irgendwie, hat man ja auch nicht mehr ein richtiges Leben. And your point, how about, wie ist es mit Anna? Weak simulacrums. Sie ist ein sehr schwaches Online-Bild. A waste of precious space. I assimilate them. Momentarily. Make them stronger. Seek other worms for removal. Delete the original source from the material world. Okay. Er versucht quasi, die Leute, die nicht das sind, was sie in der Online-Welt sind, zu eliminieren, weil es nur Fake ist. Dann sind wir alle tot. That no longer exists. Erased from the material world. Von der echten Welt. Anna will soon ein Schicksal, was Anna auch bald schert. Der nächste Wurm. Taylor. Der Taylor ist der nächste. My simulation of him any longer. Ach, Taylor war quasi auch einer. Lief Taylor out of this. Ah, nee, doch nicht. You show sympathy for the branded criminal. How you value one worm over the next will continue to elude me. Okay. Anna told me she's gonna be here. Oh nein. This is really weird. It might not even be here. Might be a trap. Oh nein. So, if it turns out to be a bunch of kidnappers or something, tell the world, at least I tried. Ach, der Arme. Oh nein. Scheiße. I spoke in a bitch. She's clearly... Nein, sie ist nicht hier. You just had a chat with her too. No, that's not Anna. Oh mein Gott, nein, er wird sterben. Wir suchen nach Anna nach der ganzen Zeit und wir haben sie gefunden. Warum bist du jetzt so? Sie hat mir ein Bild von ihr geschickt. Did she say where she was along? Why is she only appearing now? Oh nein, der Arme. Soll lieber weggehen, ja. Dankeschön, Luciana. Ich gebe mir mein Bestes. Well, du hast ihr Handy. Also, sie sagte etwas anderes. I think she denkt, du was hacking her Spark-Account. Sie denkt, du hast deinen Spark-Account gehackt. Als sie sich endlich erinnert hat nach ihrem Passwort, hat sie sich zurück eingeloggt. You are going to be the next victim. She's manipulating you. I think this is even human. Sie manipuliert dich. Well, yeah, das ist möglich. Vielleicht sind wir in irgendwie was reingekommen. Wenn das wirklich Anna ist, werde ich es rausfinden. Ich muss sie finden. Don't go yet. Give me some time first. Go then. Don't blame it. Nein. Geh jetzt noch nicht. Gib mir erst ein bisschen Zeit. Mit was? How about... Wie wär's mit nein? Ich will nicht, dass er geht.
I'm sick of treating me like some sort of sidekick. I played a huge part in getting... Es nervt mich, dass ich für sie nur so eine Nebensache bin. Ich habe jetzt einen großen Teil dafür gemacht, um so weit zu kommen. Und alles, was du tust, ist, dass du mich zur Seite schubst. Stop your whining, pervs. Have no say in this. Boah, what are you talking about? Hier, worüber redest du, bitteschön? Stop playing dumb, you know. Spiel nicht blöd, du weißt, was ich meine. Just because you have a phone doesn't mean that you have the right to boss me around. Nur weil du ihr Handy hast, heißt es nicht, dass du mich herumkommandieren kannst. Ein bisschen Respekt. Do you even... Interessiert dich Anna überhaupt? Du hast nicht mal ihre E-Mails mit mir geteilt. Was ist, wenn du etwas damit zu tun hast? Ach komm jetzt. Is that how you have been feeling? Ist es so, wie du... Ist das, wie du dich fühlst? Oh, Leute. Ich kann Englisch und Deutsch. You still me as a... Du siehst mich immer noch als Krimineller, siehst du? Du hast alle meine Angebote, sie zu finden, immer abgelehnt. Das ist, was du von mir siehst, einen Kriminellen. Du hast immer noch irgendwie, du traust mir immer noch nicht. Nachdem ich dir mein Herz ausgeschüttet habe und du von meinem sexuellen Vorfall wusstest. I'm starting to think that maybe I am better off my own. Ich glaube, ich denke langsam drüber nach, dass es besser ist. I seriously doubt you are being too emotional. Du wirst so emotional. Oh nein, das ist es, ich bin mit dir fertig. Das ist es, how I might be treated when I lost Lasse. Das ist so, so werde ich immer behandelt. Ich will nur Anna. Oh nein, scheiße, Tyler ist weg. Nein, wir haben Tyler verloren. Nein, Tyler ist tot. Fuck. Expecting him to follow you is pointless. He didn't listen to me, he's just being emotional. Er ist nur emotional. You could have taken his side on many occasions. Trust was never built. Vertrauen wurde niemals aufgebaut. In dem Moment der Krise. He is going to follow his own. Er folgt jetzt seinen eigenen Willen. Ja, das stimmt allerdings, wie mein Hund. Gib mir eine andere Chance. Choice is a luxury you fail to wield. This outcome is your doing. So wie es jetzt passiert ist, ist, also ich bin quasi, so wie es jetzt gekommen ist, selbst daran schuld. Ich glaube, ich hätte noch... Hallo, Recon, ich hätte andere Sachen noch beantworten müssen, Leute. I can fix this. They don't deserve to die. Sie verdienen es nicht zu sterben. Death is decay of flesh and bone. Oh ja. Simulacrums are... Also wenn sie quasi Simulacre sind, sind sie unendlich und unsterblich, aber tot. Akku leer lassen. And your reality will become mine. Hm. Na super. Da hat mir was. Anna came to me. She came to me. It came to me. It looks like her, but it's something else. It looked at me. I don't feel so good. What the hell was that thing? It's getting a hold on me. I can't breathe. I can't see. I have to move my eyes. Why am I being punished? I did the right thing. I did everything right. It is me. Assignment. Because it is me. Assignment, as it is me, assignment, as it is me, assignment, assignment. Don't want to see anyone else. Help me, help me. No, wir haben schlechte Ende bekommen, Leute. Wir haben schlechte Ende bekommen. Aber gut, ihr habt gesagt, es gibt noch ein anderes Ende. Da findet er sie, da rettet man sie.
Falls es noch mehrere Enden gibt, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich fand es ein sehr geiles Game. Wir spielen auf jeden Fall noch den zweiten Teil. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und gerne ein Abo. Und schaut gerne bei www.twitch.tv/saftigstu vorbei. Da spielen wir solche Games nämlich live durch. Würde mich sehr freuen. Außerdem fällt mir da doch ein, wir hätten doch theoretisch ihm jetzt auch helfen können, weil er ist jetzt ja der Nächste. Ich sag's ja nur. Immer danke fürs Zuschauen. Ade mit E. Es war... Shit.